Es ist Frühling und wir sind in der Stadt. Herzlich willkommen zu Tietjen und Bommes. Ich heiße Bettina Tietjen und er ist auch wieder da. Zum Glück Alexander Bommes. Guten Abend, herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Das ist sehr freundlich, aber das ist auch berechtigt, denn diese Runde ist, glaube ich, sensationell heute Abend. Ich stelle sie Ihnen sofort vor, damit wir keine Zeit verlieren. Die beiden sagen, wir sind ein super Team auf Augenhöhe. Das können wir bestätigen. Janine Kunz und Kai Schumann. Es ist für jeden Menschen wichtig, eine Haltung zu haben. Und wir haben sie. Revolver-Held. Alles funktioniert dann wieder, wenn man eine Zeit lang den Stecker zieht, sagt die Fernsehjournalistin Lisa Ortwies. Herzlich willkommen. Kuckuck, willkommen in meiner Welt. Da müssen Sie durch, sagt er. Wir gehen mit. Thorsten Streiter ist hier. Ihren Satz mag ich besonders. Im Fernsehen kann ich Sachen ausleben, die ich mich im echten Leben nicht trauen würde, sagt Ruth Moschner. Da reden wir drüber. Und er sagt, ich liebe Sport, ich brauche die Vibration in meinem Körper. Das merkt man ihm an. Schauspieler Heino Ferch. Superstar. Er kann sich die Rollen aussuchen und die Talkshows auch. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er hier ist. Heino Ferch. Oh, Heino, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Heute ist ja Freitag der 13. Ja. Macht das irgendwas mit dir? Bist du abergläubisch? Nein, bisher ist der Tag gut gelaufen. Nicht wirklich. Nein, bin ich nicht wirklich. Nee, nein. Jemand anders in der Runde? Also aber glaube ich sein bringt Unglück. Da lass ich die Finger. Es geht. Alles klar, das geht klar. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, bis ich es gerade gelesen habe am Bahnhof. Und jetzt habe ich schon Angst. Unbehagen. Na, ich meine, eure CD kommt, ist heute erschienen. Ja. Habt ihr gar nicht geguckt. Freitag der 13. Das ist ein Zufall, ja? Ausgerechnet heute. Ihr seid. Ja, deswegen können wir natürlich nicht abergläubisch sein und Quatsch glauben. Aber ihr seid doch Ritual-Fans, oder? Ihr das, macht, stimmt. Oder? Das stimmt. Oder? Habt ihr ja, wir haben schon so ein bisschen so, also wie die Fußballer, die immer dreimal hüpfen, bevor sie aufs Feld gehen. Ne? Ja, das ist noch das Harmlose. Ja. Das wurde mehrfach bewiesen, das ist kein Quatsch. Also wenn da irgendwas schief läuft, so, dann ist das immer deswegen, weil vor der Show irgendwie unsere Runde oder unser Song nicht gestimmt hat. Das ist kein Aberglauben, das ist Realität. Was macht ihr denn? Also 1000 Liegestütze erstmal. Wir müssen doch sagen, hier kommen Jungs auf die Bühne. Und, also wie so die Fußballer im Mittelkreis, das klappt ja meistens außer beim HSV. Wir begrüßen Gegner, Schiedsrichter und Zuschauer mit einem dreifachen Revolver. Er kriegt doch seine Kapitänsbinde um. Wie ist das bei dir denn, Ruth? Gibt es so kleine Rituale oder so Dinge, wo du denkst, nee, das darf heute nicht passieren? Vor dem Fernsehen immer in die Maske, aus Rücksicht. Ja, das geht mir ähnlich. Das ist wichtig. Und nein, ich hab tatsächlich ganz viele. So Übungen, Rituale, Sachen, damit das dann auch klappt und schön wird. Und ja, mach so. Konkret. Also mach doch mal. Ja, aber das ist nichts Besonderes. Also zum Beispiel möchte ich allen Gästen guten Tag gesagt haben vor der Sendung, weil ich bin die Gastgeberin und ich finde das ganz wichtig, dass sie sich wohlfühlen und dass das dann eine schöne Sendung wird. Ich bin Alexander, grüß dich. Du hast aber vor der Sendung auch Hallo gesagt. Das fand ich sehr schön. Das hast du bei vielen Sendungen hast du das nicht. Da siehst du den Moderator dann wirklich erst in der Sendung. Ja. Und ich finde das, also meine Einstellung ist, man ist halt vorher schon Gastgeber und das ist ja mit das Wichtigste. Möchte betonen, dass ich als Lippenstift mit ausgesucht habe. Das ist nicht richtig. Du wolltest mich falsch beantworten. Janine hat die Schuhe ausgesucht. Und die sind schon sehr froh, dass du gerade 10 cm vor meiner Nase mit diesem Hacken. Ja, das ist alles unter Kontrolle. Und sie hat mir den Gürtel zugebunden. Was hätte ich ohne dich getan? Weil du eben dachtest, es sei ein Kleid. Nein, das habe ich nicht gedacht. Sie hat das Bein nicht so hochgehoben. Ja, er kam rein, das war ein schönes Kleid. Ja. Du hast ihm ja auch eben angedroht, ihn zu treten mit diesen Schuhen. Aber warum, das will ich jetzt nicht. Wolltest du nicht mit Herrn Ferch sprechen? Doch, sofort. Ich wollte noch einmal noch mal wissen, wie das bei euch ist. Habt ihr also gerade so als Team auch sowas? Ob da was läuft? Ja, nein, das wissen wir ja. Ich meine, so Glücksbringer. Ich wollte gerade sagen, es Aberglaube gleich Glücksbringer haben. Also ich reise zum Beispiel nie ohne ein Foto meiner Kinder. Das ist, das habe ich immer dabei. Weiß ich jetzt nicht, das hat aber ja nichts mit Aberglaube zu tun. Aber ich bin ja sehr gläubig, ich habe ein bisschen Flugangst durch so 2, 3 doofe Flüge, die ich hatte. Ich muss immer bevor, also wenn wir so auf die Rollbahn fahren, dann bete ich.
Aha. Ja, immer. Und wenn ich das nicht ehrlich... Oh, total. So. Gin Tonic. Zack. Ehrlich auch. Also immer, bevor es hochgeht. Aber das habe ich... Das ist echt die einzige Stelle quasi im Leben, wo ich es mache. Immer. Genau, wenn es mit dem Flugzeug losgeht. Ja. Wahnsinn. Total. Ja. Guck mal, wusste ich das wieder was gelernt. Theater, im Theater, da haben wir auch so Rituale immer. Und so. Da habe ich zum Beispiel, wenn ich am Theater spiele, dann sage ich meinem Kostüm immer Hallo. Dein Kostüm. Dein Kostüm. Ja. Ist mein Kostüm. Er ist froh, wenn er mal was hat. Hallo, hallo, immer du meinst wirklich das Kleidungsstück, nicht den Beruf. Jetzt zurück. Also sowas hast du alles nicht. Ich hab mir, lass mir immer die Garderobe neben den Damen geben. Das hat auch heute geklappt. Und das war unheimlich toll, was daneben mal alles passiert ist. Ja, muss der eine vielleicht, heute ist Freitag, der 13. Aber was ging denn da? Die kann man noch vom Profi lernen. Die haben gekreischt, ich habe mitgeschnitten, aufgenommen, habe alles auf dem Handy. Dann kommen wir doch noch groß raus. Ja, total. Ich habe ja den Trailer immer neben Janine, von daher, ich kenne das. Du, Kai, du sagst, hallo, liebe Stiefel? Ja. Ich glaube, er meint nicht damit. Hallo, meine Hose, hallo, hallo, hallo. Hallo, meine Hose? Ja, hallo. Ach, Hose. Machst du das bei uns hallo. Auch? Gut. Nee, das mache ich komischerweise nur am Theater. Also bei meiner Frage nach Freitag, dem 13., hatte ich mit solchen menschlichen Abgründen überhaupt nicht gerechnet. Also, Heino Ferch hat sowas nicht. Man kann sagen, auch ohne Aberglaube, auch ohne Rituale, läuft bei ihm. Doch, Rituale gibt es, ja, Aberglaube gibt es auch, so ein bisschen Stolz. Entspannen Sie sich. Wir treten nun zusammen eine Reise. An der Oberfläche zuerst einmal ein gnadenlos guter Schauspieler für historische Rollen. Der Durchbruch kommt als braver Comedian Harmonist. Ich bin auch temperamentvoll, aber nicht wirklich. Doch, ich bin schon temperamentvoll. Doch. Und manchmal muss es raus, sein unbändiges Ego. Schiss in der Monate! Auf deinen Mund! Dieses Schwein! Ich will wissen, wer sie ist. Au! Für dich würde ich mich auch in die Schlacht werfen. Absolut beziehungsfähig. Mit unglaublicher Physis. Auf der Leinwand und dem Polofeld Freiheitsdrang. Dieser Mann sprengt einfach jede Analyse. Heino Ferch. Was war der letzte Satz? Dieser Mann Dieser Mann sprengt einfach jede Analyse. Ach so, okay. Interessante Formulierung. Total, ne? Ja. Dazu stimmen oder eher nicht? Ja, na bestimmt. Ja, ich habe mich mit Analyse noch nicht so beschäftigt. Hast aber gerade doch kritisch geguckt. Ne? Man guckt dann schon immer. Ne? Ja, was ihr da so zusammengeschnitten habt, das ist ja fast nur Jugendmaterial gewesen. Der Salto ist 30 Jahre her, das war meine erste Rolle vor der Kamera. Hat Miro Klose sich abgeguckt von ihm. Ja, genau, er macht ihn vorwärts, ich habe ihn rückwärts gemacht. Ja, genau. Aber ich meine, in der Lage dazu wärst du immer noch. Na, aber gib mir eine Woche Vorlauf und dann geht das vielleicht. Eben. Man hat dich ja eben auch beim Polo gesehen. Ja. Welchen Raum nimmt das ein in deinem Leben, dieser Sport? Du, wenn ich Zeit habe und jetzt im Frühjahr geht's los, dann bin ich im Sattel, sonst... nicht. Ja, aber wie oft muss man trainieren, um viel. Solche Leistungen zu erbringen? Du warst ja auch mal deutscher Meister sogar. Also. Ja, naja, man. Deutscher Meister, ja, im Polo. Ja. Das ist einfach nur so ein bisschen, ne? Das ist schon auf höchstem Niveau, was er macht. Ja, viel, ja. Wenn ich wirklich Zeit dazu habe. Aber ich habe viel Zeit, ich nehme mir die Zeit und dann. Spielt man denn Polo? Man muss ihn fragen. Ich überall. Bin ja nicht die Expertin. Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt. Gibt ja auch einen Ligabetrieb, ne? Gibt einen Ligabetrieb, ja. Viele haben ja Vorurteile, ne, was Polo angeht, weil man das eben nur so aus dem Fernsehen kennt. Ja. Und dann wird dann so ein bisschen Champagner genippt und Kaviar gegessen. Genau, und so. Ferrari. Das kann man eigentlich immer nur widerlegen. Das ist ja ein richtig ernstzunehmender, ja, harter Sport. Ja, das ist ein taffer, schneller, körperlicher, sehr anstrengender Sport. Ja. Ist doch auch Royal-Sport, oder? Ja, man kennt es durch die Jungs aus England, das ist klar. Ja. Und da wird es halt viel gemacht. Oder sagen wir mal so, ursprünglich musste jeder Offizier der englischen Armee, musste den Sport lernen, damit er überhaupt Offizier werden konnte. Also das war so eine Tradition aus früheren Zeiten. Gäbe es denn da, was Ligen oder internationale Wettbewerbe angibt, gäbe es mal ein Aufeinandertreffen-Möglichkeit mit einem Harry? Nee, das geht wahrscheinlich über Charity-Sachen. Ja, sowas gibt es immer mal wieder, dass man fragt, komm doch mal rüber und willst du nicht da, hast du nicht gesehen. Und so, genau. Aber da muss die Zeit sein, da darf ich auch nicht gerade in Dreharbeiten sein, wenn ich irgendwie anspruchsvolle oder taffe Turniere spielen sollte, wäre es nicht so gut, irgendwie Sonntagabend mit der Tasche und der weißen Hose Dreck verschmiert irgendwie anzureisen und, was weiß ich, einen Kopf unterm Arm zu haben, wenn am Montag die nächste Szene ist. Wäre auch nicht schön, so einen künftigen König aus dem Sattel zu prügeln. Ja, das haben wir uns vorgestellt, ob du schon mal gegen William und Harry wirklich geritten bist. Nein, bin ich nicht. Noch nicht. Nein.
Aber das wäre doch schon mal, mal spannend. Ja, die Jungs haben mal was anderes zu tun. Kinder kriegen, Hochzeiten feiern und so weiter. Ich glaube, Papa darf nicht mehr spielen. Der ist zu oft runtergefallen in den letzten Jahren. Ja. Ist denn diese Leidenschaft für Pferde eigentlich erst durch deine Frau gekommen oder war das vorher schon? Nein, verrückterweise habe ich in dem Jahr, als ich sie kennenlernte, mit dem Sport angefangen. Die haben mich das Jahr davor gefragt für eine Charity-Geschichte, ob ich Lust hätte, das mal kennenzulernen und so weiter. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, finde ich klasse. Es gab in Berlin, als noch die Alliierten da waren, gab es immer auf dem Maifeld British Day zum Geburtstag der Queen. Und da habe ich als leidenschaftlicher Fan von Hart aber herzlich, ich weiß, wer diese Serie noch kennt. Ja, ja, natürlich. Und als glühender Verehrer von Jennifer Powers, die ich mal gelesen habe, die kommt und die hat drei argentinische Profis dabei. Ich dachte, das Mädchen gucke ich mir jetzt an. Und da bin ich hin und habe gesehen, wie das läuft, das Spiel, und dachte, das ist der Hammer. Und als die Anfrage kam, habe ich gesagt, mach ich sofort. Also ich probiere es. Naja, und ich bin hängen geblieben. Mhm. Aber der sportliche Ehrgeiz war ja auch eigentlich immer schon da. Ja, der war immer da. Und wenn was machen, dann richtig und voll. Und mit allem, was man so in die Schuhe werfen kann. Mhm. Aber haben wir in der ganzen Runde, glaube ich, relativ viel Sport vergangen. Ja. Ne? Ruth, Ballett, Chris, Tennis insgesamt. Freddy Lau, wir müssen übrigens Grüße nochmal an Frederik Lau nach Berlin schicken. Der ist krank geworden leider. Der war Eishockeyspieler früher. Gute Besserung, ja, vor allen Dingen. Aber er ist krank. Bei Freddy ist nicht so gut gelaufen mit dem Freitag, den 13. Aber du ja übrigens auch. Ne? Also du darfst dich nicht unterschlagen bei den Leistungssportlern hier. Ach so, also, ja. Handball. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Ja, also es ist reiner Zufall, aber es ist schon interessant, dass hier so eine sehr sportliche Runde beisammensitzt. Spielt Tennis denn bei dir noch eine Rolle eigentlich? Du warst ja auf jeden Fall. Ganz hohem Niveau. Auch. Ja, in der Jugend. Ne? Ja, ja. Aber auf jeden Fall. Tommy Haas immerhin gegen Tommy Haas gespielt. Ne? Gegen Tommy Haas, mit Tommy Haas vor allen Dingen gespielt. Doppel, ja. Das war angenehmer als gegen ihn zu spielen. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich versuche das noch zu machen. Es ist natürlich jetzt mit der Band viel auf Tour sein und so. Es kommt das ein bisschen kürzer, aber ich versuche das, sobald es geht und so, wann immer es geht, immer noch auszuüben. Ich habe eine wunderbare Mannschaft, in der ich spiele. Und die sind immer enttäuscht, wenn ich bei dem Punktspiel nicht da bin. Sorry, Jungs. Dieses Jahr werde ich mich besser. War das geplatzter Traum damals? Du hattest doch eine Handgelenksgeschichte, weil das ging ja doch schon in Richtung Profikarriere, oder? Ja, also ne, da gehört ja immer so ein bisschen Glück auch doch dazu dann und so. Und klar, ich war dann verletzt und ja, ich keine Ahnung, ob es dann nur daran lag, ne, aber ich war dann so ein Dreivierteljahr raus und das ist in der Jugend halt schon echt viel. Ja. Also wenn du so mit 17 dann auf einmal ein Jahr kein Tennis spielst, dann machen die anderen einen Sprung, den du dann nicht mehr nachholen kannst. Mhm. Wenn Boris mit 17 Handgelenksverletzungen gehabt hätte, wäre mein Leben auch anders verlaufen, ja, glaube ich. Ja. Ja. Meins wahrscheinlich auch. Ja, dann, genau. Aber Ruth, bei dir war es ja auch, du warst ja auch noch relativ jung, als du Ballett aufgeben musstest. Das war ja auch eigentlich ein Traum von dir. Du hättest ja auch Balletttänzerin werden können. Ne? Ja, wobei das wollte ich nicht. Also ich wollte schon mein Abitur machen und Schauspielerei oder Ärztin werden. Also das war schon immer klar, dass das nicht mein Beruf werden soll, weil dann wäre ich letztendlich ja jetzt schon 7 Jahre in Rente. Ballett ist eine der härtesten Sportarten. Das geht wahnsinnig auf die Knochen. Das kannst du nicht irgendwie bis ins ewige Alter machen. Und dann bleiben nicht so viele Optionen. Also dann machst du vielleicht eine Ballettschule auf, unterrichtest. Aber so viel Geld hat man dann ja auch nicht zurückgelegt, dass man dann wirklich ja letztendlich sich die Arztkosten leisten kann, die dann tatsächlich dann auch anfallen, weil es echt hart ist. Heino, beim Ballett, da sind ja so sehen die Füße ja irgendwann ganz schrecklich aus. Was bleibt denn so vom Turnen? Verletzt man sich da auch oder hat man Dauerschäden? Na, ich habe Glück, ich habe keine Dauerschäden. Ne. Ich habe zwar irgendwie, also ich habe nicht so ganz, ganz irre früh angefangen und bei den Frauen ist es ja auch noch sehr viel heftiger. Die sind ja irgendwie zwischen 14 und 17, so wenn sie kleiner und also sind die so, die Verhältnisse von Größe und Kraft ist dann da so optimal, dass sie da ihre Höhepunkte haben, also was sportliche Erfolge sind. Ich habe Glück gehabt. Ne? Ich habe mich beim Reiten mehr verletzt als beim Turnen, muss ich ehrlich sagen. Ja, beim Reiten so richtig auch schon was gebrochen, so beim Sturz? Ja, wenn der Ball im Bespiel ist, dann ist man ja doch irgendwie. Dann will man ja. Mhm. Ja, das sieht man schon am Gesichtsausdruck. Ich möchte nicht gegen ihn reiten, ehrlich gesagt. Haben denn, ich meine, ich habe auch Angst vor Pferden. Also ich hätte vor beiden Angst vor ihm und vor den Pferden. Also da scheint das und Bällen. Ja. Pferden und Bällen. Aber genau, da habe ich auch Angst vor. Haben denn deine Eltern das eigentlich gefördert, das Turnen? Also wurdest du von deinen Eltern daran geführt? Ich war froh, dass ich von der Straße war. Ich bin in Bremerhaven aufgewachsen. Oh Gott. Genau.
Das war, das haben die am Theater gesagt. Ecke. Bremer hier. Bremer, ja. Also das war ein etwas raueres Pflaster. So mein Schulweg ging schon auch am horizontalen Gewerbe vorbei morgens. Und ich bin irgendwie nach der Schule abends in der Turnhalle gewesen. Und als das Theater noch dazu kam, so mit 15, da waren die richtig froh, dass auch irgendwie nachmittags was war und so. Ja. Also die waren schon froh, dass ich versorgt war und irgendwie was mit Leidenschaft gemacht habe. Ja. Mhm. Und dein Vater ist jetzt zur See gefahren. Ja. Eigentlich will man doch als kleiner Junge, so himmelt man doch den Vater an und will dasselbe machen. Das, wolltest du das auch mal? Ja, gehimmelt schon. Sicher, der Vater ist ein großes Vorbild, aber ich meine, so ganz diese Einsamkeit, also nun war es früher ohne Handys und ohne was wir jetzt alles haben, noch mal viel schwieriger. Da kam aus jedem Hafen kam ein Brief nach Hause, ein handgeschriebener Brief im Luftpost. So. Ach, ja, so war das noch. Ja, ja, das war. Und irgendwie an Weihnachten gab es irgendwie über Radio Norddeich irgendwie, hallo, irgendwie, ich grüße irgendwie Papa vor Antofagasta mit einem Gedicht, das sage ich jetzt. Und so, das gab es auch. Da war so diese monatelange Abwesenheit über, also das war einfach zu viel, das ist. Mhm. Ich bin zwar jetzt auch viel weg, aber ich bin ja nie mehr als 5 Tage weg oder so. Und wenn es beim Drehen irgendwie voll dran ist. Mhm. Das Gedicht noch im Kopf? Das Gedicht habe ich, glaube ich, nicht mehr im Kopf. Aber ich, ganz ehrlich. Natürlich nicht mehr. Nee, aber das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, das muss ja auch, wenn dann der Vater nach Hause kam, das war ja dann wahrscheinlich auch erstmal, braucht man ja eine Phase, eine Annahmungsphase. Es gab nie Alltag, ne? Das ist immer irgendwie, jetzt kommt er gerade, da wird nicht drüber geredet und für 2 Wochen, bevor er wieder auf große Fahrt geht, dann wird man auch nicht mehr. Also jetzt ist er ja bald wieder weg und das ist nicht einfach. Ja. Kann ich mir vorstellen. Sie spielen ja jetzt einen Richter im ZDF. Richtig, am Montag. Ja. Am Montag, ein sehr beeindruckender Film übrigens, aber zum Thema Vergöttern oder Vorbild. Sie haben ja auch Kinder. Was steht denn auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben im Das will ich euch vermitteln und mitgeben? Naja, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Ausprobieren, neugierig sein. Mhm. Alles probieren und kann man alles machen. Man kann auch alles wieder aufhören. Und ja, dass wir Buddies sind, dass wir Eltern sind, die, auf die man zugehen kann und mit denen man alles besprechen kann, solange das noch geht. Also irgendwann. Aber es ist ja gerade auch. Das ja eher als letzt damit. In dem Alter ihrer Kinder ist, glaube ich, ja momentan noch die Prägung enorm wichtig. Also es ist ja bewegte Zeiten. Haben Sie Thema zu Hause, PlayStation, YouTube etc.? Weil ich finde, das ist schwierig, da so einen Selbstwert zu vermitteln, wenn die sich von außen immer alles holen müssen. PlayStation noch nicht, aber du das Eingrenzen von irgendwie viel, wie viel irgendwie iPad geschaut wird oder. Ja. Oder was irgendwie mit dem Telefon stattfindet, das ist schon immer Thema, dass man sagt, irgendwie weniger. Und nur auch dann, wenn wir es wirklich irgendwie, was weiß ich, wenn man mal ausgeht abends und gemeinsam und so und dann mal auch sagt, so jetzt schon okay, aber insgesamt muss man halt immer irgendwie drauf gucken, dass da auch das Haptische noch das vorkommt und ja, viel echte vorkommt. Begegnung halt. Ja, Begegnung und Sport ist natürlich und auch Tiere bei uns, ich wohne auf dem Hof, da gibt es ein paar Tiere und ja, also eine gute Balance, denke ich, ist wichtig. Aber zu Tieren muss ich noch mal einmal fragen. Stimmt das mit dem Lama eigentlich, dass da auch ein Lama dabei ist? Ja, das war ein Hochzeitsgeschenk, ja. Und was macht man mit so einem Lama denn? Mit dem kann man nichts machen. Zu den Ziegen haben wir es gestellt. Vielen Dank, stellst du den Ziegen. Kann man das essen? Das kann man auch sicher essen. Weißt du, es gibt so einen Trend. Hast du das auch schon mal gehört, Lisa? Wandern mit einem Lama. Den ja, das sind so Lama. Du hast vergessen, da stand Dalai Lama. Die wollen alle. Ja. Du musst richtig lesen, Mensch. Wirklich. Das sollen ganz charismatische Tiere sein. Die werden auch in Altersheimen eingesetzt. Ja, genau. So. Bei Demenz Alpakas. Die spucken. Und dann die spucken haben eine ganz beruhigende Ausstrahlung und tun gut. Ja, besonders bei meiner Mutter. Als ich ungefähr 8 war, ist sie im Gettofer Tierpark in Schleswig-Holstein nämlich von einem Lama angespuckt worden. Seitdem haben wir ein Lama-Trauma. Ja. Dann brauchst du vielleicht doch eins zu Hause, um das zu überwinden. Bringen wir dir einen Lama mit. Ja. Das wäre doch mal ein Gastgeschenk. Ihr seid wieder ohne. Vielen Dank. Lama, das hätte ich gerne. Aber ein sehr originelles Hochzeitsgeschenk. Lama. Ich spreche es mit den Kindern, ob ich es dir schicken darf. Seid ihr froh, dass Sie um den Saito rumgekommen sind? Hat Sie der Richterfilm bewegt? Uns schon. Oh Gott, ob er mich bewegt hat. Ich bin so drin in dem Thema, dass ich das schwierig von außen anschauen kann. Ja. Wenn euch das bewegt hat, dann freut es mich. Vor allem wahnsinnig spannend auch. Ja, wir gucken gleich mal genau das drin in dem Thema. Finde ich interessant. Wir gucken mal einen kleinen Ausschnitt. Das ist die Beinschiene, die der Angeklagte zur Tatzeit getragen hat. Mit Ihrer Hilfe konnte sich das Gericht davon überzeugen, dass Sie, Herr Wieland, durchaus in der Lage gewesen wären, die Bautreppe hinunterzugehen und das Opfer in den Pumpensumpf zu ziehen. Hallo, Schatz. Ich hab's mir noch mal überlegt.
Entschuldigst du mich bitte bei deinem Kollegen und sagst ihm lieben Dank? Bitte nicht. Bitte. Halt's Maul. Bitte nicht. Halt's Maul! Wie sagt man immer so schön, sehr, sehr facettenreich und die Ebenen sind interessant. Ne? Das ist, einerseits ist das ein bisschen düster, auf der anderen Seite bricht bei Ihnen so eine Fassade zusammen. Da geht es auch um Moral und das erzählen Sie gerne ein bisschen, ohne zu viel natürlich zu verraten. Ja, ein Mann, der für den Staat Urteile fällt. Auch, glaube ich, ein schwieriges Amt in der heutigen Zeit. Weil es ja immer nicht immer unbedingt gerecht ist, sondern im Sinne dessen, was geschrieben steht, was im Sinne der Gesetze ist. Und dieser Mensch hat eine Familie, hat eine junge Tochter, die ist fertig mit dem Abitur. Die ist im juristischen Studium und er will natürlich ihr alles ebnen, was er auch machen kann. Und die will natürlich nicht, dass Papa was hilft und wie das immer so ist. Und dann passieren aufgrund eines Falls oder einer Verhandlung und eines Ergebnisses in dieser Verhandlung passieren Dinge, die ihn einfach persönlich betreffen, wo sein bisheriges Leben auf den Kopf gestellt wird. Und man sieht in dem Ausschnitt ihn mit einer Pistole. Das ist natürlich etwas, was man mit einem Justiziarberuf nicht zusammenbringen sollte. Sie wird entführt, er soll ein spezielles Urteil fällen. Also es ist wirklich. Genau, es ist Erpressung mit im Spiel und so weiter. Und naja, ohne viel zu erzählen. Verleiht so eine amtliche Robe, verleiht die auch im Schauspiel noch automatisch Respekt? Ach ja, na klar, Kostüme machen was. So wie Ruth heute nach gelben Schuhen aufgelegt ist. Gut, auf den Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen. Schuhe sind für mich sind Schuhe das Allerwichtigste für ein Kostüm erstmal. Mhm. Und so geht's los, weil man läuft, weil man sich drin bewegt, weil man ganz steht, man steht im Raum und vor den Menschen, vor den anderen. Und so Roben machen natürlich was, klar. Ich finde, so eine Richterrobe ist auch etwas sehr Neutrales, die macht ziemlich viel zu, die macht, versucht, da guckt ja nur der Kopf raus und ein bisschen was, eine weiße Krawatte. Man versucht, glaube ich, eine große Neutralität damit auch zu schaffen und eine Unvoreingenommenheit derjenigen, die auf diesen Menschen schauen. Das denke ich mal. Es macht natürlich ein bisschen was, aber in Maßen, würde ich sagen. Sie haben eben gesagt, Sie sind voll drin in dem Thema. Vorbereitung ist ja immer intensiv natürlich bei solchen Rollen. Was haben Ihnen die Richter gesagt? Womit kämpfen die? Naja, ich hatte ein paar, mit denen ich gesprochen habe, um ein bisschen mehr zu erfahren über das, was ich bisher wusste. Was nicht so viel ist, aber ich habe schon gespürt, dass die Furcht vor Konsequenzen bei Urteilen, die gefällt werden, da ist. Und ich habe eine Richterin gesprochen, die den Beruf in der Form nicht mehr ausübt, weil sie Angst hatte um das Leben ihrer Familie. Mhm. Ganz aktuell wurde was in Berlin vor 3-4 Wochen auch es wurde geschlossen oder verkündet, dass man auch gegen Clans mehr vorgeht. Also ich denke, dass da als Richter, wenn man da oben sitzt und ein Urteil fällt, dass es nicht so lustig ist. Eventuell mit Konsequenzen von Mitgliedern einer Truppe zu rechnen, die jetzt verurteilt oder deren Leute verurteilt wird. Also ich glaube, das ist schon schwierig. Da haben wir gerade auch eine politische Diskussion. Genau. Ist ja auch gerade angestoßen über Machtlosigkeit im Endeffekt. Das geht ja genau in die Richtung. Geht in die Richtung, ist immer die Frage, wie man das thematisiert und ob man es nur aufwirft und Ängste schürt oder ob man wirklich konkrete Pläne hat. Haben Sie vorher ein anderes Bild gehabt? Hat sich was geändert jetzt in den letzten Monaten? Das ist präzisiert worden. Ja. Okay. Ja. Ich habe natürlich auch, was mich besonders interessiert, ist, wie groß ist der Spielraum von Recht sprechen? Sind die Gesetze hundertprozentig nur immer das? Gibt es Varianten? Gibt es den Satz, es steht zwar so geschrieben, ich würde aber anders handeln? Kann man das sagen in einer Verurteilung? Da haben die einen gesagt, ja.
Die anderen haben gesagt, nee, das geht nicht. Das ist schon auch spannend. Ja, damals zum Beispiel im Jakob von Metzler-Fall war ja auch, glaube ich, ein Urteilsspruch, ich heiße sie für schuldig, aber. Und sowas geht ja, genau. Ist ja, geht aber natürlich auch schwer zu vermitteln, weil im Endeffekt ist geschrieben, geschrieben. Und wir brauchen natürlich ein Wertesystem, an dem wir uns richtig orientieren können. Es muss irgendwo Spielregeln geben, ja. Aber es ist an sich auch schwierig. Ja. Alex hat ja Jura studiert, ne? Hast du dir eigentlich auch mal... Ja, hast du doch. Also hast du dir früher mal vorstellen können, auch Richter zu werden oder Anwalt? Nee, Richter, ich wollte immer so ein Anwalt werden wie Tom Cruise in Eine Frage der Ehre. Ja, ja. Das wäre gut gewesen, glaube ich. Aber was ich interessant fand, aber natürlich immer am Studium, war die Tatsache, dass du, und da kriegst du, finde ich, schon fürs Leben ordentlich mit. Du liest 10 Seiten eines Urteils, und so ging es mir auf jeden Fall immer, und sagst, 10 Seiten lang ist ja sensationell, ist überragend begründet, trifft genau mein Empfinden. Dann liest du, blätterst du um, und dann steht, dieser Meinung ist nicht zu folgen. Und dann kommen 10 Seiten, die exakt das Gegenteil beschreiben, und du sagst, das ist genauso sensationell. Komisch. Und das, finde ich, ist halt genau die große Herausforderung, und das ist auch eine Herausforderung, finde ich, für uns Journalisten, dass du halt nicht draufspringst, sondern dann in etwas schnellerer Art und Weise natürlich dann eine Haltung entwickeln kannst in der Abwägung. Ne? Was das Verrückte bei diesem Richter ist, finde ich, den du spielst, solange er korrekt sich verhält, ist er einem wahnsinnig unsympathisch. Und je schlimmer er gegen das Gesetz verstößt, desto mehr kann man mitfühlen, kann man nachvollziehen. Wirklich, dann wird er immer sympathischer, weil man immer mehr mitfiebert und denkt, ja, ich kann den Mann verstehen. Ja, weil du eine Persönlichkeit spürst, ne? Weil du jemanden spürst, der was will oder der reagiert. Der reagiert ja nur auf Sachen, die auf ihn treffen und die ihn in die Enge treiben. Und das macht ihn sympathisch, weil es hilflos ist und ihn porös macht, aufbricht von dieser Strenge oder von dieser Dominanz auch oder arrogant auch ein bisschen. Also dieses irgendwie Daumen hoch, Daumen runter, das ist ja auch ein komischer Vorgang, dass jemand sagt, es ist so und so ist es, so ein Hammer. Und kann jemand Einspruch erheben und dann wird ein halbes Jahr oder ein Jahr später wird wieder darüber verhandelt. Das dauert ja auch alles unglaublich ewig und das sind ja auch immer... So, Ergebnisse, die erstmal da stehen. Und im Endeffekt fliegt ihm ja sein Leben vor die Füße. Und ich glaube, das ist das, was jeden, der dann auch zuguckt, abholt. Egal, ob er sich damit dann auseinandersetzen will oder nicht. Also gucken Sie das, Montagabend 20:15. Ja, bitte. Heino Ferch, schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier in der Runde. Frauen angeht, macht ihr so leicht keiner was vor. Und nicht nur, weil sie selbst eine ist, sondern weil sie seit 20 Jahren Frau TV im WDR Fernsehen moderiert. Herzlich willkommen, Lisa Ortgen. Danke. Kai hat gerade Janine angeguckt und genickt. Genau. Ja, ja. Männer kenne ich aber auch ein bisschen aus. Männer kennst du natürlich auch aus. Ja, klar. Also, im Grunde gilt es ja für uns alle. Ja. Wir kennen uns alle. Kann jeder mitquatschen. Ja, aber du machst die Sendung. Ja, das stimmt. Und zwar schon sehr lange. Brauchen wir eigentlich sowas noch, Frau TV? Immer noch brauchen wir es mehr denn je oder weniger als früher? Mehr denn je, würde ich mal sagen. Ne? Warum? Die MeToo-Zeiten jetzt gerade, was da hochkocht. Im Grunde bearbeiten wir das ja schon seit 20 Jahren. Und es ist jetzt keine Freude über die Ereignisse und das, was passiert und was da hochkommt, aber eine gewisse Zufriedenheit darüber, dass das doch anders diskutiert wird und aufgegriffen wird. Brauchen wir nicht eher Mann-TV, damit die Jungs haben die das alle haben sie jetzt auch. Haben Gibt's wir jetzt auch Mann-TV. Und ich habe von der Redaktion den Auftrag bekommen, sie mal anzuquatschen, ob sie sich nicht vorstellen können. Soll er es moderieren oder soll er einmal moderieren? Einmal moderieren. Ja, Wolfgang Niedecken hat es auch schon gemacht. Sie werden und der war begeistert. Das ist die netteste Redaktion überhaupt. Sie sind Hahn im Korb und es wird alles für Sie geschrieben. Und wenn Sie eine eigene Meinung haben, dann auch. Das ist ja wie hier. Absolut. Aber es war von Frauen, wird es geschrieben. Auch von Frauen gemacht? Ja, gut, die Redaktion im Hintergrund, aber wir haben auch männliche Autoren. So ist es nicht. Also die auch mit eigenen Themen kommen. Die aber nur das bisschen schreiben. Bei all dem Flachs, ich glaube, das, was Sie meinen, ist ja genau das, dass die Diskussion ja genau in diesen angesprochenen Zeiten ja endlich mal geführt werden sollte. Wann ist ein Mann ein Mann? Das hat Herbert Grönemeyer seinerzeit ja nicht umsonst gefragt, bloß das 35 Jahre her. Es geht doch eigentlich darum, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn die Jungs, die es betrifft, einfach den Unterschied haben, von den Unterschied kapieren oder auch spüren irgendwie, ich werde gemocht oder es ist ein Flirt oder es ist etwas, was gemeinsam bejaht ist. Ich weiß gar nicht, ob es ums Flirten geht. Es geht ja doch um Macht. Also die Fälle, die wir haben, da geht es ja um Machtmissbrauch. Und es geht ja um Gefälle, Machtgefälle. Ich wollte da gerade anfangen nur mit Flirten. Aber gut. Auf jeden Fall. Flirten, gutes Thema, super Thema. Können Sie gleich mitbringen. Ja. Genau. Nein, aber dass man einfach den Unterschied spürt, wann irgendwo Schluss ist und wann Nein ist und wann man das akzeptiert. Und das muss man einfach. Und deshalb meinte ich Mann-TV, dass die das kapieren, dass man halt sagt, hallo Leute, Finger weg.
Ein Nein ist ein Nein. Mhm. Wir kümmern uns ja eher so ein bisschen. Ja. Das kann ich nicht beschweren. Aber die Frage ist ja, Lisa, Mann-TV, Frau-TV, ich meine, die Themen, die uns bewegen, sind ja ähnlich. Also wird denn sowas in so einer Männersendung dann anders behandelt als eigentlich in einer Frauensendung oder in einer anderen Sendung? Nee, es gibt ganz viele Themen, die in den Männersendungen laufen, die genauso bei Frau-TV laufen. Und wir werden ja auch von Männern geguckt. So ist das Ganze entstanden. Also es sind inzwischen fast 40%, die freiwillig vom Fernseher hocken, ohne dass man sie anketten muss oder so. Und auch ohne Frau. Also ohne, dass weiß man irgendwo ja die jetzt gar nicht, ob das so ist. Ist das stimmt? Okay, aber wir haben so ein bisschen Frau-Sagen. Das habe ich jetzt einfach behauptet. Ich wollte sagen, die machen das freiwillig und mit Vergnügen. Wir kriegen auch Post und die finden sich in den Themen wieder. Es gibt kein Magazin dafür. Also es gibt auch keine Zeitschriften so richtig für Männer. Men's Health und so weiter ist ja alles auf dem Klischee. Ja, das ist ja rum. Der Jürgen, das ist so ein Magazin, das wäre toll. Ja. Guckst du, hast du schon mal gesehen? Frau, ich habe Frau TV oft gesehen. Also, oft, ich habe mich auch beteiligt, aktiv, glaube ich, an der Programmgestaltung vor einiger Zeit. Ich finde Frau TV toll, muss ich sagen. Ich warte jetzt. Also das ist einfach für mich, mal so. Ja, wo du ganz klar weißt, es gibt Inhalte wie Fußball, die einfach nicht vorkommen. Sowas finde ich schön. Das ist mein Fall. Stimmt doch. Sagt dieser Dele eine Sendung, die Männerhaushalt haben. Ja, eben. Ich sehe schon. Ja. Okay, muss auf jeden Fall. Aber ist das denn überhaupt so, dass Fußball gar nicht vorkommt? Ist das auch ein Klischee? Okay, muss jetzt wirklich mal lange überlegen. Ja? Vielleicht haben wir was über Fans gemacht oder so. Ich glaube auch Frauen-WM. Aber die gucken inzwischen ja genauso viel wie Männer. Also, soweit ich die Zahlen kenne, ist es nur genauso viel Frauen vom Schirm. Zumindest ne, bei Bundesligaspielen und bei Länderspielen auch. Bei Russland auf jeden Fall. So, ja, aber Frauen dürfen es nicht kommentieren. Frauen dürfen ja also kaum. Und auch mittlerweile kommen. Ja, komm, ich weiß. Nein, ich meine, also mittlerweile hast du. Wir kommen auch vom Thema weg. Wir kommen total vom Thema weg. Nein, du hast was man kann natürlich immer, ich möchte nur nicht, dass wir in der Runde in irgendwie ein Jux-Klischee kommen, weil das ist ja nun wirklich ein ganz ernsthaftes und seriöses Thema. Ein absolut ernsthaftes Thema. Aber ich wollte eigentlich, ich meine, wollen wir jetzt wirklich die MeToo-Diskussion hier noch lange fortführen oder wollen wir lieber was anderes reden. Also wir werden sie eh noch 20 Jahre weiter fortführen, schätze ich. Weil Lisa hat einen ganz spannenden... Ja, bitte? Kai wollte gar nicht, ich würde nur sagen, das klingt dann immer so, als ob das so ein lästiges Gespräch wäre. Nein, das so gar nicht, aber ein weites Feld. Eigentlich ist das ein unfassbares Gespräch, damit könntest du Abende verbringen. Genau. Ja, gerade Männerbilder, sowas Männer. Ich habe gerade noch mal dieses Essaybuch gelesen von Rebecca Solnit, Wenn Männer mir die Welt erklären. Und bin noch mal aus allen Wolken gefallen, wie tief verwurzelt der Chauvinismus und die Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft nach wie vor sind. Und es ist gar nicht so ein altes Buch, ne? 2 Jahre oder so. Mansplaining. Ja, das ist wirklich... also das ist ganz anders. Was sagen Männer jetzt heute? Ne? Also ich bin da immer völlig arbeitslos in so einer Runde, weil immer mehr Männer nach vorne treten und sagen, so läuft das, finden wir nicht. Mansplaining, das stinkt uns. Und, ja, hast schon was erreicht. Mein Job ist praktisch bald überflüssig, habe ich das Gefühl. Ja, und du hast schon 3 Kandidaten, vielleicht auch noch diese 4 Herren als mögliche Moderation für Mann. Ich habe mich so gefreut, als ich die Gästeliste gesehen habe. Damit hast du vor allem die Zielgruppe 14 bis 49. Ja. Guck sie dir nochmal an hier. Wer 14, wer 49? So, was wir an dieser Stelle jetzt noch mal kurz bebildern und beweisen möchten, Lisa Ortgies ist viel mehr als nur eine Frau im Fernsehen. Kumpeltyp und klare Kante. Wir erlauben uns zum Betreuungsgeld eine klare Meinung dagegen. Stöckelschuh und Wanderstiefel. Zicken kommen weiter nach oben. Da sieht man mal wieder. Sie ist die Frauenrolle vorwärts. Mutig und unerschrocken. So weit ist es gekommen und dabei hatte alles einmal so harmlos angefangen. Und zwar als Kulturjournalistin. Es folgen 20 Jahre Freiheitskampf bei Frau TV. Das hier ist ein Halbzeitbauch. Damals hat auch niemand erwartet, dass Frauen ein paar Wochen nach der Geburt wieder in Reizunterwäsche reinpacken. Ein wenig Sadomaso steckt hier in uns allen. Draufhauen ist aber nicht so ihr Ding, sondern verstehen. Ist das normalerweise nicht auch Ausstattung für Pornofilme dann? So ein Tisch zum Beispiel? Oder die Lampe? Ja, ich glaube, der würde nicht so viel halten. Eine Frau in Bewegung, immer mit Haltung. Lisa Ortgies. Ja. Mit
schwangeren Bauch und so und die Frisuren. Leute, ja, schön, ne? Das sieht komisch, denn man guckt am meisten auf die Frisuren. Ja, ne? Bei solchen welche kommt jetzt noch? Ja. Verrückt. Du hast ein schönes Buch geschrieben über würdevolles Altern. Das ist ein Thema, was jeden Menschen, sagen wir mal, so Ü40 irgendwann mal allmählich beschäftigt. Man hätte es erfinden können, man hätte ein Drehbuch schreiben können, dass du, während du dieses Buch geschrieben hast, Herzprobleme, und zwar richtig schlimme Herzprobleme bekommen hast. Was ist passiert? Also ich war in New York mit der Familie. Ein langer Urlaub an der Ostküste dort war geplant. Immer mal wieder so in Hetze, so mal eben 2 Wochen vorher geplant, die letzten bleiben gebucht, wie immer, so auf den letzten Drücker. New York war heiß, und zwar so heiß, dass sich wirklich so der Teer auflöst und das so ein bisschen die Luft diffundiert. Und dann machst du Programm mit Kindern, halt Ellis Island, alles in Eile. Und abends muss es natürlich noch das Restaurant sein, das von Google Maps plötzlich empfohlen wird, und man muss dahin und so weiter. Und ich merke schon auf dem Rückweg, oh verdammt, also so, es war ein harter Tag, aber irgendwie, ich kriege gar keine Luft, was ist los? Und dann kamen im Grunde diese typischen Symptome dazu, also ganz heftige Übelkeit. Und bis wir im Hotelzimmer waren, waren es die Feuerquallen in der Brust, und es strahlte in den linken Arm aus und so. Ich habe das gar nicht so eingeordnet, und ich saß da und ich hab's und konnte kaum sprechen, und mein Mann saß da und googelte die Symptome. Es war wirklich meine so absurd. Güte. Und meinte dann irgendwann, du, hier steht Herzinfarkt. Und ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich habe gesagt, Quatsch, Quatsch, das ist doch Unsinn. Also mehr konnte ich auch gar nicht sagen. Ich konnte gar nicht wirklich sprechen. Aber dann kam doch schnell das Gefühl hoch, okay, hier stimmt wirklich irgendwas was überhaupt nicht. Das hast du noch nie gehabt. Und das ist Alarm. Und ich habe tatsächlich für eine Zeit lang dann auch das Gefühl gehabt, das war's jetzt. Also ich sterbe jetzt hier auf diesem Hotelbett. Und habe gedacht, hoffentlich werden die Kinder nicht wach. Das habe ich gedacht, ehrlich gesagt, im ersten Moment. So, und dann war ich irgendwann im Emergency Room. Darf ich ganz kurz dazwischen, jetzt mal ganz platt, wie ist das Gefühl, wenn man denkt, man stirbt jetzt hier? Also ist das hier oder ist das im ganzen Körper? Oder? Nee, das kommt nicht. Also das ist ein körperliches Wissen. Ein körperliches Wissen. Also der Satz ist im Körper, der ist nicht im Kopf tatsächlich. Muss ist das man so Panik sagen. Dann oder Angst? Ja, oder Panik. Ist das schon aber dann, das, also über? Es war eine unbeschreibliche Panik, es ist schon Todesangst, das bringt der Körper mit sich. Im Grunde funktioniert das ja ganz gut, ja? Dass man weiß, jetzt ist hier wirklich was, was ganz Schlimmes im Gange. Aber die Panik ebbt dann ab, und dann kommt dieser Satz, der wirklich im Körper drin ist. So eine Art Gewissheit, da wird man so ein bisschen schon ruhig. Also es kommt eine kleine Ruhe rein, im Moment. Gott, und dann kam der Satz, ne? Die Kinder, hoffentlich werden die Kinder nicht wach. Das war wirklich ein Gedanke. Ja, das Einzige, was ich erinnere. Ich erinnere auch nicht so viel. Den kann ich so verstehen. Das war Wahnsinn. Und dann ging es sofort, dann hat dein Mann dafür gesorgt, dass du schnell ins Notaufnahme dann Krankenhaus, und dann war ich aber wirklich in diesem, wo ich immer eigentlich hin wollte, man sollte sich nicht alles wünschen, im Emergency Room, und da war ich schon wieder... Diese Serie, Fernsehserie. Ja, ich habe immer gedacht, ich möchte das mal von innen sehen. Und dann das so, okay, vielleicht solltest du vorsichtig mit dem sein, was du dir wünschst. Also da war ich schon wieder, ich war versorgt. Man kriegt als erstes was gegen die Schmerzen, und dann wirst du abgeschossen mit so einer scheißigen Altspritze. Die ist super, könnt mir vorstellen, dass einige Drogenkarrieren anfangen. Also unglaublich toll. Ja. Und dann sitzt man da und kann den Rest beobachten. Und dann kommt ein Schädeltrauma rein und nach einem irgendwie Lungenödem und was weiß ich was. Und die werden alle so reingebracht mit dem Namen der Krankheit. Also was ich auch interessant fand, war, man ist der Zustand, der man gerade ist. Also es gibt keine Namen oder so, sondern das wird reingerufen in den Raum, damit die richtigen Fachärzte sich sofort zusammenfinden und dann sich beraten. Und das waren dann bei mir Kardiologen, und erst jetzt mal gucken, und dann haben die halt einen Test gemacht, also ich war dann schon wieder ruhiger, wie gesagt, es war ja kein Verschluss, und so ein Enzymtest, und meinten, ja, okay, also jetzt müssen wir gucken, was los war. Also das Herz ist geschädigt, und da habe ich immer noch gedacht, nee, Leute, ich bleib jetzt hier nicht, jetzt ist wieder gut, die scheiße Geilspritze, hey, mir geht's toll, und ich möchte jetzt zurück ins Hotel zu meiner Familie, jetzt mal Schluss hier. So. Und nee, eigentlich nicht so. Also wir müssen jetzt da einen Katheter machen und reinschieben und gucken. Und es war aber kein Infarkt, es war so ein Ich will jetzt auch nicht die ganze Sendung damit. Also es war kein Infarkt, es war ein Herzkrampf. Aha. Auch noch nie vorher gehört, nö. Und der die gleichen Symptome hat und auch tödlich enden kann. Das heißt, eine Herzwand funktioniert nicht mehr. Und es gibt so ein Bild, das aussieht wie so eine Vase. So. Also das Blut wird dann... Ne, rausgepumpt, das sind dieselben Symptome und genauso gefährlich, aber eher psychosomatisch bedingt, hieß es dann. Und das war das Nächste, das ich googelte und dachte, ja, was ist denn bei dir? Und das haben Leute ganz oft nach sehr einschneidenden Erlebnissen, nach einem Todesfall oder nach einem Unfall und so weiter, dass der Körper so extrem reagiert. Das war aber bei mir alles nicht der Fall. Also so, das muss sich irgendwie langsam angebahnt haben. Und dann ging die Rätsel. Wie eng das zusammenhängt alles, ne? Ja. Das wir gar nicht, genau, dann fängt man an, sich ein paar Fragen zu stellen. Und die meinten ja auch, dass es war ein bisschen, also ich habe ja jetzt ein
würdevolles Alter so langsam, ja. Aber die meinten, you're way too young and too healthy. So, um hier, so, was machen sie eigentlich hier? Also zu jung und zu gesund eigentlich für so eine Geschichte. Ne? So, weil ich ja. bin ja nicht Diabetikerin oder nee. Habe nicht geraucht, Kette geraucht, das ist alles nicht der Fall. Ja. Aber du vermittelst auch gerade schon so das Gefühl, du hast dann gedacht, naja, also das kann ich psychosomatisch, kann ich an meinem Leben liegen. Ja. Und dann hast du dich gerade wieder gefangen und dann hast du einen richtigen Infarkt bekommen. Also im Grunde habe ich angefangen, dann das zu managen. Ja. So, wie ich andere Sachen gemanagt habe. Und gesagt, so, das delegierst du jetzt, kleine Produktionsfirma, da muss jetzt jemand anders ran und die Sendung kannst du nicht machen und dann geht's in Kur und dann bla bla bla. Mhm. Und das war der falsche Weg. Also man kann eine Krankheit oder so ein einschneidendes Ding nicht managen, so, weil man dann weiter die Kontrolle behält. Und es ist so, dass ich inzwischen gelernt habe, dass man sich so ein kleines Stück in diese neue Verletzlichkeit und, reinbegeben muss. Und auch ein bisschen in diese Ohnmacht, die so ein Ereignis mit sich bringt. Mhm. Und dass es auch nicht geht, alles sofort zu analysieren oder einzuordnen. Und dass dieser Anspruch ein falscher ist. Und dass das ganze Gesundheitssystem, habe ich dann auch festgestellt, ein bisschen davon lebt, dass wir uns praktisch die Verantwortung für sowas übergeben wird. Und nicht nur das, sondern so macht jetzt guck mal in deinem Leben, also jetzt musst du ja ändern. Und dann kamen plötzlich lauter Freunde und Bekannte, die meinen, ja, mir ist auch schon aufgefallen, du hättest immer so die Treppe runter und dann im Urlaub. Und dann ich so, ey, das machen andere Leute auch, aber die haben auch keinen Herzinfarkt. Also es gibt einen Teil da dran, der ist einfach shit happens. Also es gibt sowas wie Schicksal. Aber ist die Ebene drüber nicht vielleicht? Das war der Warnschuss. Und dann hast du ihn aber nicht beachtet. Und dann kam das Richtige hinterher. Ich habe falsch versucht. Ich habe einfach versucht, das zu regeln. Alles. Und das war der Versuch, das weiter Kontrolle zu behalten. Und das war ein Stress an sich wieder. Und dann gab es einen richtigen Infarkt. Also die Ärzte meinten immer, ja, sowas wie Sie gibt es eigentlich nur auf Konferenzen so als Fall. Das Schleuse und Flöhe ist irgendwie Mist sozusagen. Ja, mir reicht's jetzt. Ja, aber ist es auch letzte Frage zu diesem Thema. Ja. Ist es denn so, dass du jetzt einfach so eine blöde Frage wie geht's oder also diese oberflächliche, halala, wir sind alle gut drauf, dass du diesen Situationen anders begegnest als vorher? Also wenn jemand wie geht's fragt und es ernst meint und dann eine halbe Stunde Zeit hat, finde ich das super. Ja, ja. Okay. Meistens ist es aber nicht so gemeint, sondern was passiert ist, dass die eigentlich sagen, das ist doch super und jetzt hast du doch irgendwie und jetzt weißt du doch, wo es lang geht. Ja, da muss man jetzt mal das Leben umorganisieren und ja, und was machst du jetzt? Und das Schlimmste, was man dann sagen kann, ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin noch dabei, rauszufinden, was ich jetzt damit mache. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man die Verantwortung für sein Leben abgegeben hat und jetzt in Jogginghose den Rest verbringt. Das kann man nicht sagen. Man muss sofort aus allem eine Lehre ziehen, das irgendwie einordnen in seinen Lebensplan und biografisch verpacken können. Kann ich noch nicht. Aber in dem Buch habe ich es ein bisschen gemacht. Mhm. Du hast das Buch ja zum Glück dann weiter und fertig geschrieben. Ich habe dann gesagt, okay, also das ist ja das Alter, wo die Einschläge näher kommen. Kennen wir alle, die ersten Fälle. So, meistens ist Krebs und so. Und ja, und ich lasse jetzt quatschen, probiere das Alter zu schreiben und diesen Infarkt außen vor zu lassen, sondern habe diese Begegnung mit dem Gesundheitssystem und den Ansprüchen an Kranke und Genesende mit reingetan. Ja. Das ist aber ansonsten ein Buch, bei dem man viel lachen kann. Und selbst im Infarkt gab es viel zu lachen. Also die Leute, diese Helfer in diesen Intensivstationen sind der Knaller. Also ich finde, wenn der Welt mal runtergeht, muss man ein paar von denen an Bord holen. Die sind, also ich glaube, Thorsten, wir haben das Gleiche gedacht, wahrscheinlich gerade, wenn man nur seine Diagnose ist. Thorsten ist ein bisschen blass geworden. Das ist wie an der Imbissbude. Bist du das Schaschlik? Nee, ich bin die Pommes. Ja. Aber wir beide sind das Pilz. Ne? Aber ich bin jetzt ein kettenrauchender, übergewichtiger Anfangs 50, also gar nicht in der Zielgruppe. Gut, dann haben wir nicht das Gleiche. Ich dürfte eigentlich gar nicht sitzen, also statistisch. Aber ich glaube, man kann eben nichts verallgemeinern, was diese Dinge angeht. Da muss man immer so vorsichtig sein mit irgendwelchem Lebensweisheiten. Ja, aber ich finde es ein bisschen unfair, ja? Ja. Das rauchen tue ich eigentlich auch ganz gern, muss jetzt auch sein. Ich glaube, dass mich reißt das wirklich in der Badewanne ganz böse von den Füßen irgendwann. Im Moment sind wir alle da. Und darum geht es ja im Prinzip im Leben. Das kann schon passieren. Also ich hoffe, dass ich auf der Bühne sterbe und nicht gerade, wenn ich gerade am Kacken bin. Entschuldigt den Ausdruck. Weil ich glaube, dass das für alle Beteiligten würdelos ist mit Bergen und diese ganzen Ich hatte mir das auch schon anders überlegt. Soll ich denn? Ja, nee. Geh da selber dran. Geht da erst mit dem Kerker rein, dann ruft den. Das ist selbstverständlich kein schönes Bild. Das tut mir leid. Aber wir alle werden sterben. Lisa, wenn dir jemand gesagt hätte, Lisa, was du mit deinem Buch bewirkst, da bist du stolz jetzt, oder? Nein, so, ich hatte mir das natürlich auch ganz anders vorgestellt. Wir können ja mal Todesarten durchgehen, die man sich wünscht. Also ich würde gern richtig hacke, hacke, dicht erfrieren. Das habe ich mir überlegt. Ja, erfrieren.
probieren. Und zwar, ich sag auch warum. Ich habe irgendwann ja mal bei Lufthansa gearbeitet in meinem letzten Leben. Und da gab es so einen Kurs, Survival-Kurs, was man macht, wenn man irgendwie in der Arktik oder so abstürzt. Ne? Also ja, bei extremer Kälte. Ja. Und der Typ hat wirklich da Kurse gegeben und hat ein paar Sachen durchgemacht. Und der hatte allen Ernstes, der war schon 30 Jahre im Dienst, Fotos von Leichen dabei. Hört auf. Leichen im Schnee. Und? Und hat die alle nebeneinander gereinigt, das war noch Dias damals. Und ich dachte so, cool. Und erst merkst du das nicht und guckst so, die gucken irgendwie so selig, ein bisschen blass. Und dann meinte er, ob uns was auffällt. Und das waren alles Leute, die den Fehler gemacht haben bei solchen Expeditionen oder so, richtig zu saufen und dann sich mal kurz hinzusetzen auf dem Weg zurück ins Zelt. Oh, und haben nichts gemerkt. Dann. Und haben nichts gemerkt und sind besoffen erfroren. Und das waren die glücklichsten Leichen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Wirklich. Ich schwöre. Wir hatten so einen seligen Ausdruck. Und damals habe ich gesagt, das will ich, das mache ich irgendwann. Wenn kommt das Ende, herzlich willkommen in der Kategorie überraschende Wendungen in Gesprächen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu den Lebenden zurück. Ja. Und zwar zu denjenigen, die noch Probleme im würdevollen Altern haben. Weil du stellst dir die interessante Frage, warum hat unsere Generation so ein Problem damit, nicht mehr alles zu können, was die Generation davor kann. So auszusehen, den Sport, so sportlich zu sein, mit den sozialen Netzwerken so gut klarzukommen. Warum ist das bei uns so? Und wie können wir es ändern? Also ich erlebe unsere Generation, unsere Alterskohorte. Ich fange jetzt mal an, weil ich würde jetzt mal sagen, so Ende 30 bis, ne, sind die Jungs noch mit dabei, oder? So. Ja. Bis 40. Was ich, 60 so. Ja. 40. Na, eben nach oben, die sind so, es gibt so eine gewisse... Ich habe noch gefragt. Von, so. Ja, habe ich noch, genau. Ich wollte wissen, ich habe euch jünger geschätzt, muss ich sagen. Ah, sehr gut. Ich lege mich manchmal in den Schnee. Es gibt so eine grundlegende Verunsicherung, die ich beobachte, so ein Hinterherrennen. Also diese Art auch zum Beispiel Millennials so den roten Teppich auszurollen, man selbst schiebt irgendwie 10 bis 14 Stunden irgendwie im Job und wenn da einer reinkommt, sagt, ich möchte aber ein Sabbatical machen nächstes Jahr, was macht ihr, habt ihr auch eine Kita und so? Oh ja, kein Problem, so Hauptsache du fängst hier an und Fachkräftemangel und so. Also dieses Selbstverständnis unserer Generation ist so ein bisschen brüchig, finde ich. Also es ist hin und her gerissen, wir haben diesen Riesenwechsel mit Smartphones und so mitbekommen, wir haben das bewältigt, wir haben auch die erste Finanzblase aufgeblasen und crashen lassen und so weiter, aber diese Generation ist ja noch am Drücker, also die arbeiten noch, zahlen Steuern, machen gemeinschaftliche Arbeit, sind in den Gemeinden und überall vertreten und es gibt so ein sehr geringes Selbstbewusstsein gleichzeitig, ist mir aufgefallen. Und so, wenn ich sonst nichts ändern lässt im Leben, erstmal Halbmarathon oder Ernährungsumstellung mindestens. Ne? Ja. Also kannst ja nicht dein Haus aufgeben, die Kinder und das alles noch in der Mache. Also stelle ich meine Ernährung um und dann mit einer Militanz, die nicht zu toppen ist oder beschäftigt sich mit Darmpilzen. Ich habe mit diesem Thema Bekanntschaft gemacht bei einem Essen, wo ich eingeladen war und es ging ungeschlagen den ganzen Abend darum und gesprochen aber nicht die Frauen, sondern die Männer, zwei Männer, die gefunden haben über das Thema Darmpilze und dann geklärt haben, ich hatte jetzt eine Antibiotika-Kur. Ich auch, genau so. Das war schlimm. Dann haben die sich ausgetauscht über alle Details. Ja? Also es war wirklich, es wurde viel getrunken an dem Abend. Viel von denen, die schweigend zuhören mussten. Und es wurde wenig gegessen. Ja. Das ist aber eher kontraproduktiv auch. Ne? Alkohol und Darmpilz ist ganz schwer. Nee, die beiden natürlich nicht angehört. So, ja, aber die anderen, die sich anhören mussten, haben richtig. Also ich habe dann auch irgendwann mit Das sind so Geschichten. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Aber was kann man denn nun tun, um da einfach mal so den Kick selber zu kriegen, zu sagen, das muss ich nicht. Ich muss irgendwie, ich kann auch mal mir eingestehen, dass ich... Also Kinder, können wir jetzt mal leise sein? Komm mit der Stadt. Für uns auch die sechste Stunde. Ich will nämlich noch mal wissen, wie kriegen wir den Dreh auch mal zu sagen, dafür bin ich zu alt. Und das gestehe ich mir jetzt auch an. Also ich das finde es ganz wichtig, wo eine Grenze zu ziehen und zu sagen, da beobachte ich jetzt die Jüngeren und lass denen auch Platz, weil nach oben ist auch noch genug Platz. Also Darmpilz, es gibt gewisse Dinge, bei denen man sich selbst und seiner Umgebung, wenn man dann beobachtet wird, dabei keinen Gefallen tut. Ich nenne mal die Beispiele, die Gutscheine, die man geschenkt bekommt. Ich hab zum ich habe viele. Ja, ich habe eine ganze Pinnwand. Geht es bei dir auch schon los? Ist ja unglaublich. Massage. So, ne? Aber nee. Mich auch jünger Training geschätzt, ne? Absolut. Am Fahren, hab vorhin schon gesagt. Training im Stromanzug zum Beispiel. Hatte ich drei Gutscheine. Diese Stimulation. Kennt das jemand? Ja, ja, diese Stimulation. Ne? EMS. Ja, hast du gemacht sogar. Ich hab's gemacht, aber es ist wirklich, auf Dauer ist es fürchterlich. Ruth hat ihren noch. Also ich. EMS. Das ist eine der. Langweilig. Das ist fürchterlich langweilig und du krampfst wie ein Irrer und. Genau, also das ist eine ziemlich entwürdigende Situation, würde ich sagen. Genau, die stöpseln dich ein und dann stehen da so.
Bodybuilder-Trainer mit riesigen Muskeln. Und die machen dann folgende Komplimente, als ich da stand. Du hast ganz toll definierte Adern. Oh. So, so, also du hast bestimmt einen tollen Körperfettanteil, bla bla. So. Also solche Komplimente kriegt man da. Ich hatte als Frau bis dahin immer gedacht, also die Komplimente hätten eher meine weichen Rundungen und so verdient. Aber das geht ganz anders ab in so einem Studio. Ja, also, krieg ich mal ein Kompliment für seine Adern. Schwitzt, roter Kopf und wird dann von jüngeren Männern beobachtet. Bitte nicht. Also ich habe es ausprobiert, weil bei dem vierten Gutschein dachte ich, na ja, dann gehe ich da jetzt mal hin und guck mal und so. Und ich man muss auch sagen, Gutscheine, da kann ich auch nichts mehr machen, oder? Gut. Ja, ja, und Ayurveda und alles, ja. Also ich habe alles mal ausprobiert, aber es ist auch ein Zeitfresser. Also wenn du irgendwie eine Familie hast oder so, dann nee, dann lieber Polo spielen. Genau. Also das, oh, ist, das Buch ist nicht nur, regt nicht nur zum Nachdenken an, ist auch wirklich witzig geschrieben und sollte viel man zu lachen. Selbstironie ist eine der wichtigsten Dinge, die ich mitgenommen habe. Ja. Ja. Und auch für Menschen U40 auch schon eine interessante Lektüre. Vielen Dank, Lisa Ortgies, dass du hier bist. Ich muss mich gerade mal einen Moment sammeln, weil es sind so viele neue Erkenntnisse heute Abend. Ich habe hier einen neuen Kumpel, der sagt, hallo, meine Hose. Dann eine gesagt, sie haben so tolle Adern. Ich weiß gar nicht, in was für einer Welt ich noch lebe. Ich bin gerne draußen, spiele ein bisschen Fußball oder gehe joggen. Also ist ja alles das Erfrieren besoffenes Eis. Ich bin so 90er, oder? So, wir haben zwei heute Abend hier und sie sind super. Die eine heult schon den ganzen Abend vor Lachen und das macht sie noch sympathischer. Das macht sie immer. Und es ist ja noch gar nichts passiert. Jede Woche frotzeln sie sich im Fernsehen und sie necken sich und mittlerweile lieben sie sich auch und wir wollen wissen, wie es weitergeht. Ja. Sie ist die, also auf jeden Fall verkörpern sie einen unglaublich großen Spaß. Aus der Serie Held heute Abend bei uns die Staatsanwältin, der Polizist Janine Kunze, Kai Schumann. Herzlich willkommen nochmal offiziell. Ja. Sag mal, du bist ja, Janine, du bist ja die Juristin da bei euch, aber bist du auch psychologisch geschult, weil Menschen sind traurig. Eure Staffel geht zu Ende nächste Woche. Die Leute brauchen Unterstützung. Kannst du das auch? Die habe ich auch psychologisch allein schon für Kai geschult. Also es war auch das Einstellkriterium bei der Sony. Nein, die Staffel geht zu Ende, aber es folgen dann Wiederholungen und wir dürfen ja auch weitermachen. Also das ist ja schon bekannt. Es geht also nicht mit der Serie zu Ende, sondern nur mit der Staffel. Und das ist ja schon mal beruhigend. Ihr habt ja da eine irre Fanbasis, ne? Sind über 3 Millionen jede Woche. Siebte Staffel kommt dann oder wird gedreht ab Sommer. Muss man sich wie im echten Leben verflixte siebte, muss man sich Sorgen machen, Kai? Oder? Ja, hoffentlich wird es schön kompliziert, ne? Also, naja gut, das steht ja außer Frage. Es geht um eine Beziehung. Die sind in der Regel sehr kompliziert. In der Regel, ja. Würde ich mal sagen. Es lacht auch keiner, wenn ich das sage. Alle sind sehr betroffen. Alle sind sehr betroffen. Alle gucken gerade so ein bisschen am Boden und denken, ja, scheiße. Aber du hast sehr schöne Adern, finde ich. Das hat er eben in der Garderobe gesehen. Aber das ist super. Aber ich bin froh, dass ihr heil hier seid. Hat er dir nicht mal einen Nackenwirbel rausgeschmust in der Sendung? Das ist nicht, ja. Ja. Rausgeschmust ist auch nicht. Sagt man auch nicht mehr geschmust. Nee, aber beim Schmusen. Wir haben einfach unfassbar sportlich akrobatischen Sex gehabt. Ja, vor der Kamera und dann. Es war irre. Ich muss auch mal dazu sagen. Es hat auch niemand bei der Presse angerufen. Es war wirklich so, dass ich für eine andere Sache einen Anruf bekam von der Presse. Und dann sagte ich, ich kann gerade nicht, ich sitze beim Arzt. Warum sitzt du beim Arzt? Ich habe einen Halswirbel raus. Oh Gott, hast du das öfter? Und da sagte ich, naja, ich bin so ein bisschen sportlediert, aber wir haben gestern eine Szene gedreht, erzähle ich ein andermal. Und dann war auf einmal ein großer Aufschrei, eine Szene gedreht, Sexszene. Und so kam das überhaupt, dass es rauskam. Es war aber sehr lustig. Ich habe wirklich ein bisschen Probleme mit der Halswirbelsäule. Und wir haben eine Liebesszene gedreht und ich glaube, die stellt man sich romantischer vor, als es letzten Endes ist. Denn es geht nicht wirklich darum, dass du wirklich total ineinander verschmilzt, um des Verschmelzens willen, sondern der Kameramann muss dich einfach gut sehen. Und darum gibt es da schon, das ist so. Also da stehen auch 40 bis 50 Leute drumherum, die gucken auch alle genau, das Kostüm guckt, ob das alles sitzt, die Maske guckt, ob die Locke nicht durchs Gesicht gezogen wird, während er küsst. Und es war auf jeden Fall sehr lustig, wir haben eine kleine Performance einstudiert und dann war es doch etwas hot, möchte ich sagen. Und ich fiel so nach hinten und er wollte mich eigentlich nur auffangen und hatte seine Faust unter meiner an meinem Rücken und dann hat das gemacht. Ist interessante Version von dir, weil ich habe von Kai so gehört, dass er gesagt hat, der zeige ich es irgendwann mal. Das Sexuelle wird ja immer
etwas anders dargestellt. Ja, ich hätte einfach nur Hallo Schlimmer gesagt. Ja, Hallo. Frage, die sich natürlich sofort in der Runde stellte, war die entsprechende Szene dabei gerade? Nein. Nee. Nein, wir waren zu angezogen in den Szenen, die ihr jetzt gezeigt habt. Oha. Musstet ihr sie schon mal nachstellen in einem Interview, die Halswirbelszene? Nein, das haben wir auch, glaube ich, nicht vor. Nee. Hör auf jetzt! Die Unfallgefahr ist zu hoch. Ich habe Alex, hab Alex angeboten, dass wir beides in der Sendung nachstellen. Das fände ich gut. Nicht. Das möchte ich aber ganz gerne jetzt mal nicht. Komm, Ich wollte das nicht jetzt vor Millionen sagen, aber du hast nicht so schöne Adern. Hast du doch noch gar nicht gesehen, meine Warte mal ab. Die zeige ich dir nach der Sendung, meine Adern. Außerdem also müsste der Vers sehr lange proben. Aber Kai, jetzt sag mal, was geht denn jetzt zwischen Bamberg und Held? Also was wird passieren, ohne dass du alles spoilerst? Oder so? Es hat ja nun Fahrt aufgenommen, die alle wollten. Ihr seid jetzt erstmal wieder, ihr seid jetzt miteinander. Sozusagen. Genau, und ich hoffe, dass wir jetzt schön viele Hindernisse in den Weg geschmissen kriegen, dass es wieder richtig schwierig wird. Also so... wie im echten Leben halt. Ja, man will ja immer sehen, wie die beiden sich so necken und zanken und reiben aneinander. Ja. Und ich sag immer, also für mich ist immer so ein bisschen das Bild, dass die beiden eigentlich auf einer sehr emotionalen Ebene sehr verliebt ineinander sind, aber aus so unterschiedlichen Welten kommen. Ja. Also, sie ist ja schon so ein bisschen die posche Vorstadt, schicki Staatsanwältin, so, die auch, so. Und er ist halt eher so ein Ruhrpott-Proll. Bulle. Ja, ich weiß auch nicht, kann es nicht sagen, aber er ist sehr, sehr, sehr simpel, sehr direkt, sehr. Und ich glaube gerade auch diese, was Sie vorhin erzählt haben über das Gesetz und den Richter und die Auslegung des Rechts und so, da stößt er bei ihr oft auf Unverständnis und andersrum. Ja? Und von daher, das geht auch in eine Beziehung rein. Es ist ja nun auch mal, ganz ehrlich gesagt, es ist ja nun nicht wahnsinnig neu, dass Serien so funktionieren, wo zwei dann, wo man immer darauf wartet, dass es passiert. Ich meine, ich kenne 1000 Serien von früher. Kennst du es von früher, wo man immer sagt, kriegen sie sich oft, oder nicht? Das ist genau aber das. Oft wird es langweilig, wenn sie sich dann haben. Ja, genau. Und deswegen ist die Frage, was kommt das jetzt? Das ist so. Deshalb, wir haben natürlich auch viele Gespräche. Wir haben jetzt bald auch Buchbesprechungen. Ne? Wir sammeln dann Ideen und sitzen. Und die Leute sind jetzt total erleichtert. Die haben jetzt wirklich 7 Staffeln darauf hingefiebert. Kriegen die sich nicht? Ja, ich habe jetzt schon gelacht. Ja, verständnisvolles Lachen. Und diese Staffel endet halt jetzt mit, sie bekommen sich. Aber es ist natürlich allen ganz klar, das wird jetzt nicht Ich heirate eine Familie Teil 2. Meine Lieblingsserie früher übrigens. Meine auch. Ja, absolut. Das machen wir aber dann vielleicht danach. Mal gucken. Ich habe gesagt, es wäre auch schön, wenn es so eine Family-Serie werden würde irgendwann. So ja, das finde ich. Kinder kriegen oder ja, das auch Stress so. Haben. Ja, das nicht auf die Reihe. Also ganz im Ernst, es wäre ein seriöser Ansatz, weil die Frage ist natürlich jetzt, wenn du es den Leuten jetzt quasi gegeben hast, bleibt ja nicht mehr so viel, weil alles, was jetzt an Krise kommt, oder du machst ganz klar den Cut, es geht wieder auseinander und dann kommt irgendwas ganz anderes. Also wir haben ihn jetzt erstmal gespielt oder er wird am Ende halt gespielt über das Berufliche, über die berufliche Ebene, dass man einfach sagt, die Staatsanwältin darf eigentlich mit ihm jetzt nicht mehr zusammenarbeiten oder ne, die beiden dürfen eigentlich nicht mehr miteinander arbeiten. Und das ist schon ein erstes großes, ne, bietet erstes großes Konfliktpotenzial, weil wo führt die Reise jetzt hin? Bleibt sie jetzt da, geht sie weg, wird er versetzt? Also ich denke, da gibt es viele spannende Geschichten zu erzählen, auch auf der beruflichen Ebene mit dem Kind. Erstmal halten wir es ja noch geheim. Ich frage mich, was anderes, ich frage mich bei dir, Kai, immer, was, du hast ja fast nie, du schießt ja fast nie, also was bist du eigentlich für ein Polizist? Also, Gott sei Dank. Ne? Das ist also, sehr lustig. Erschreckenderweise haben wir jetzt ein neues Polizeigesetz bald in Bayern, ehrlich gesagt, jeder Demokrat die Ohren einlegt eigentlich, wenn er das liest und hört. Das ist ja nicht neu. Da wollen, das stimmt auch. Ja. Da wollen sie bald fleißig schießen. Also ich möchte es nicht, Gott sei Dank haben wir keine amerikanischen Verhältnisse, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir damals bei der Rolle immer gesagt, es gibt, also wir haben, du hast das klassische Bild von den Polizisten in allen Polizeiserien, ne, immer. Und ich fand das irgendwie, ich dachte, es muss doch irgendwie eine Methode geben, dass der das nie macht. Ja. Nie hat man, haben wir da natürlich nicht geschafft, haben nicht durchgehalten, sondern irgendwann habe ich auch mal die Waffe gezogen. Aber wir haben gesagt, wir wollen immer versuchen, die Situation irgendwie anders zu klären. Das ist sicherlich nicht realistisch. Aber vielleicht interessant irgendwie. Ja, vor allem, ihr habt ja nun mal die zwischenmenschliche Ebene, die da im Vordergrund steht. Was ich mich immer gefragt habe, ich habe das ganz häufig gelesen, dass bei dir die Frage nach einem Schimanski-Vergleich kommt. Ich meine, Schimanski war Duisburg, ist es wegen Ruhrpott? Und was sagst du dann immer? Na, also, weil das passt ja nun null, oder? Ja, ich finde... Darf ich antworten? Ein sexy Bulle.
Ach so. Ein Sexy-Bulle, der ist er doch. Ja, also, ja, aber guck mal. Aber Schimanski hat rohe Eier getrunken, er ist Veganer. Ja. Ja. Aber das war, ja genau, aber das, aber, die ersten zwei Jahre auch nicht. Also als wir angefangen haben zu drehen, hat Keime noch jedes Schnitzel vom Teller gezogen. Und dann kam dann die Staffel, wo er mir erzählt hat, also was du da gerade isst und die Tiere. Und die, dann haben wir auch irgendwann, habe ich auch gesagt, pass mal auf, Kai, bei aller Liebe. Ich finde das ganz toll, was du jetzt machst. Ich finde das riesig. Ich möchte trotzdem ab und zu ganz gerne. Ich habe es wirklich mal versucht mit dem vegetarischen. Vegan, so weit will ich gar nicht gehen. Ich kann es nicht. Ab und zu brauche ich einfach ein Stück Fleisch. Ich stehe dazu und ich gucke, dass es ein glückliches Schwein war. Ich frage es auch vorher. Aber ich bin da schon sehr achtsam, aber so ganz geht's nicht. Und wir haben ja jetzt unsere Ebene gefunden. Ich esse ein Schnitzel. Aber zurück zu Schimanski. Ja. Ich würde mich niemals mit Götz George vergleichen. Also das, oder auch vergleichen lassen. Das, ja, aber ich finde, es passt auch inhaltlich nicht. Ja, gibt es ja aber immer wieder, wenn ich den Vergleich rausgeholt. Den ich sehr verehrt habe. Ja. Und das sind Meilen dazwischen. Ich glaube, auch Schauspieler mögen sowieso nicht verglichen zu werden mit irgendwelchen. Aber es macht sie immer. Keiner, oder? Ja, ich glaube, aber man hat das ja immer. Ja, wie ist das? Ich frage mal den Deutschen Bruce Willis. Frag doch mal Bruce Willis. Ja, genau. Ja, aber das muss doch auch unglaublich nerven, Heino, dass immer Ach, das wieder war auch Gott, ganz kam. Ehrlich, zu einer Zeit, wo schon einige Menschen mein Gesicht kannten, aber nicht wussten, wie der Typ heißt, da war ich halt der deutsche Bruce Willis, das ist irgendwie 25 Jahre her. Und das ist doch cool. Es gibt Schlimmeres. Irgendwie. Ich bin zwar nicht immer so wie bei Die Hard durch die Gegend gelaufen, aber... Aber die Ruhe war ja gerade auch sehr präsent. Ne? Ja, ich wollte an alte Zeiten anknüpfen. Ja. Nee, vor allem, weil ein Richter ist. Total. Ist ja eben Konterkarriere. Ne? Ja, als Richter machen. Bruce Willis ist doch überragend. Ich bin aus jedem Kinofilm mit so einem Kreuz rausgegangen. Wenn einer mich nach dem Weg gefragt hat... Ich habe das irgendwann mal analysiert. Was ich so toll an Bruce Willis finde, ist, weil er ist einer der wenigen Actionhelden, die Angst spielen. Ja, das stimmt. Weil es gibt eigentlich, normalerweise ist jeder, das alte Klischee des Actionhelden, Clint Eastwood oder so, ist immer cool, irgendwo hingehen, einfach Leute, Leichen säumen seinen Weg. Und Bruce Willis ist der immer die ganze Zeit sagt, Scheiße, was für eine Scheißsituation bin ich jetzt hier schon wieder verdammt, Scheiße. Ja. Und das ist das Geniale. Ne? Das ist irgendwie, das, er muss das irgendwie, ja. Er hat schöne Adern gehabt. Seine so einen Anzug trainiert. Er hatte wirklich schöne Adern. Das ist bei mir aufgefallen. Janine, in Anerkennung, dass Rolle ist und Leben, ja? Aber in 6 Staffeln bist du eine kompetentere juristische Ansprechpartnerin geworden über dein Wirken? Ich glaube, ja, das war eben so lustig. Wir sprachen ja auch eben bei dem Film darüber, was die Robe macht. Genau. Die Robe macht nicht nur was mit einem, sondern vor allem mit dem Außen. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe jahrelang immer die sexy, hohle Blondine gespielt. So ist man mir sehr oft auch begegnet. Jetzt spiele ich eine Staatsanwältin und jetzt haben auf einmal alle Angst vor mir. Also das ist vor allem branchenintern, es ist wirklich wahr. Also früher war es so, Klaps auf den Arsch, hey, du geile Schnake, wie geht's? Und heute stehen sie wirklich so und haben Respekt. Das war die Carmen bei Hausmeister Krause. Und das finde ich so lustig für mich, weil ich als Mensch und als Schauspielerin habe mich gar nicht, also klar verändern wir uns, aber habe mich ja gar nicht jetzt massiv verändert. Ich spiele jetzt eine andere Rolle und auf einmal sieht man mich ganz anders an und das finde ich sehr interessant. Aber ist das nicht... Dass man mit den Rollen so identifiziert ist. Das naja gut, ja. Ich meine, Professor Brinkmann... Ja, aber ich dachte mal, das ist vorbei. Dachte, naja gut, also es gibt eine deutsche Serie im Fernsehen und wenn da jemand stirbt in diesem Hochhaus, wird angerufen, ob die Wohnung frei ist. Also, wow. Aber da rufen doch dann... Aber da rufen dann doch Zuschauer an, weil du hast doch gerade... Das sind Zuschauer bei mir, ich rede eher von der... Aber in der Branche haben sie dich anders wahrgenommen. Das ist ja peinlich. Ich weiß es nicht, ich frage mich auch manchmal, ob die Leute in unserer Branche wirklich auch verstehen, was wir Schauspieler sind. Ja, sie müssen doch also sagen, super frage gespielt, die Prolette, Carmen, und nicht so sie So schreibe ich es mir heute auf die Fahne. Also ich hatte wirklich auch eine Begegnung mit einer sehr bekannten Casterin, die wirklich um mich rumwütete, weil die Alte noch nicht da ist. Und ich dachte, mein Gott, die hat aber einen Hals auf jemanden. Bis ich rausbekam, sie meinte eigentlich Janine Kunze. Und die Sekretärin sie dann versuchte zu beruhigen und zu sagen, die sitzt die ganze Zeit da vorne. Genial. Die hat mich nicht erkannt, weil die dachte, da sitzt jetzt so eine prollige Blondine mit einem etwas größeren Gürtel als Rock und spricht kein Deutsch. Und die saß wirklich vor mir und wusste nichts mit mir anzufangen, gar nichts. Aber super, dass man dann gerade Caster wird, wenn man überhaupt keine Fantasie hat. Ich will damit ja nicht sagen, dass die Caster alle so machen. Es gibt das wirklich immer noch. Und das ist schon auch faszinierend. Ich finde es schon sehr interessant. Das ist ja schön peinlich.
Ich glaube, so weit hat die gar nicht gedacht in dem Moment, weil die wirklich, die war nur damit beschäftigt zu überlegen, wer ist jetzt die, und ich habe doch eine ganz andere eingeladen. Ich glaube, das war einfach, so weit hat die gar nicht nachgedacht. Wäre sie denn, Kai, aus deiner Sicht eine, die wirklich das Recht sachlich und ruhig mit Abstand vertreten kann, oder wäre sie viel zu nah dran am Geschehen und würde eigentlich alle am liebsten lebenslänglich wegsperren sogar? Du musst die Frage erstmal verstehen. Also ich schätze ja, wenn sie wirklich eine wäre. Also ich schätze sie ja sehr emotional an, sagt weg mit ihm, der hat das. Meinst du die Figur? Oder? Nein, sie selbst. Wenn sie wirklich eine Anwältin wäre, das meinst du, ne? Oh. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Janines gesellschaftliche Einstellung muss sie selber veröffentlichen, wenn sie das möchte. Das weiß ich, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe jetzt in meiner Familie auch viele Juristen. Ich bin weil dein Mann ist doch Anwalt. Ich bin mit einem verheiratet und da gibt es auch viele Streitgespräche. Ich habe also wirklich in der Familie viele Juristen und es gibt viele Urteile, die ich nicht nachvollziehen kann. Und auch nie nachvollziehen werde, wo ich als emotionaler Mensch sage, es geht für mich überhaupt nicht. Aber, und das würde jetzt viel zu weit führen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen überkreuzt zu Rolle und Leben. Das darf man auch gar nicht immer. Aber das Interessante ist ja, dass über Rolle sich ja dann so ein Bewusstsein möglicherweise wandelt. Wie ist bei dir? Du warst früher in der linken Szene. Hat sich dein Blick auf Polizei verändert? Sehr. Also, wohl eigentlich. Doch, ich glaube schon. Auf Leben, auf Gesellschaft. Man wird ja, ich glaube, das ist auch ein ganz toller Vorgang am Altwerden oder Älterwerden ist, dass man anfängt, die Dinge in größeren Zusammenhängen zu sehen, dass man irgendwie, dass der Blick sich immer mehr weitet. Ne? Also vorher guckst du immer so, siehst du nur das Rotweinglas auf dir und plötzlich siehst du diesen ganzen Tisch. Ne? Das ist so ein großes Geschenk einfach eigentlich am Altwerden. Ja. Und weil Sie das auch vorhin gesagt haben, also gerade der Schirach ist für mich total spannend immer was. Wenn, der hat mein Bild auf Schirach und auch Fischer, von diesem Fischer im Recht, von dieser Zeitkolumne, so, die haben mein Bild auf Jura so total verändert auch nochmal. Und ich finde das unheimlich spannend. Ich glaube, das große Geschenk oder die große Leistung unserer Gesellschaft ist ja, dass ich sage, wenn jemand jemanden erschossen hat, erschieße ich den nicht auch. Sonst wäre ich nämlich in dem Moment, wo ich den auch erschieße, auch ein Mörder. Also sagt die Gesellschaft, nein, wir vergelten Gleiches nicht mit Gleichem. Und das ist die große Leistung unseres Zusammenlebens. Und das sollten wir unbedingt uns erhalten. Woher kam denn seinerzeit, du bist in der DDR aufgewachsen, woher kam dein politisches Interesse, woher kam die Phase, kannst du es im Nachhinein bewerten? Oder? Also ich komme sowieso aus einer Familie, wo irgendwie viel politisch gedacht und diskutiert wird. Also meine Großeltern waren stark in der Kirche engagiert, in der evangelischen. Und das war ja in der DDR-Zeit per se, war man dann schon gesellschaftskritisch, ja? Weil man in der evangelischen Kirche war. Mhm. Und zum anderen, meine Mutter war immer schon auch eine sehr engagierte Frau. Und ich glaube, dass das, aber dadurch, dass es so offensichtlich eine Diktatur war, in der wir gelebt haben, und so offensichtlich sozusagen auch die Sprache meist verlogen war, die öffentliche Sprache, also die Sprache des Rundfunks und der Zeitungen und der öffentlichen sozusagen Vertreter, dadurch war man von ganz früh, von klein auf dazu angehalten, sozusagen immer zu überprüfen, ob das stimmt wirklich, was mir da gesagt wird. Ne? Und wenn ich das immer überprüfe, dann fange ich automatisch an, mich auseinanderzusetzen. Und das tue ich ehrlich gesagt in der Tat auch jetzt immer noch und hinterfrage auch jetzt viel immer wieder und habe auch festgestellt in den Zeiten, wo das war das Spannendste, die zwei Gesellschaftssysteme, ich erlebe jetzt zwei Gesellschaftssysteme, also DDR, und dann habe ich dann den Mandel vollzogen und habe echt mitbekommen, auch wie Geschichte auch anders dargestellt wird und ausgesprochen wird. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, das hole ich immer gerne ran, in DDR-Zeiten, also zu DDR-Zeiten wurden die Räterepubliken, die es in Bremen gab und in München, ne? Also vor dem Zweiten Weltkrieg, die wurden zu DDR-Zeiten wurden die blutig niedergeschlagen und nachher in der Geschichtsschreibung des Westens, der BRD, sind sie gescheitert. Mhm. Und das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge in der Sprache. Ne? Das eine scheitert von sich aus und das andere wird blutig niedergeschlagen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Sicht auf das gleiche geschichtliche Ereignis. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist
so funktioniert Gesellschaft oder so funktioniert auch Geschichtsschreibung damit auch Macht. Nämlich dann, wie stelle ich gesellschaftliche, wie stelle ich Ereignisse dar und wie bespreche ich sie? Das ist, ich finde das man wird ja sehr geprägt, ne? Wenn man gerade als junger Mensch dann was verinnerlicht und denkt, das ist die Wahrheit, so ist es eben. Ne? Das wird man ja dann auch oft gar nicht wieder los. Ja, du schaffst ja Realitäten, später, die dir irgendwann dann auch möglicherweise um die Ohren fliegen. Sehr gesellschaftskritisch war deine erste Schauspielrolle nicht. Stimmt es, dass du ein Baum warst? Es war nicht die erste. Okay. Die erste war Richter Adam. Also auch aus dem zerbrochenen Krug, auch sehr anmaßend. Ich formuliere um. Warst du mal ein Baum? Ja. Ich war mal ein Lebkuchen. Wurde mal als. Wir hatten eine Theatergruppe bei Warten und da hat ein Freund von mir Warten auf Godot gemacht und die brauchten einen Baum. Und Beckett. Der musste dann, ich stand dann nackt auf der Bühne 2 Stunden und grün angemalt und musste irgendwann singen. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Ein Mops war es, genau. Mops. Und dann jedenfalls war ich von den ganzen Körper grün angemalt und bei der ersten Vorstellung bin ich in Ohnmacht gefallen und sie musste abgebrochen werden, weil wir hatten das zum allerersten Mal probiert und hatten vergessen, dass es keine atmungsaktive Körperfarbe war. Hat man das sozusagen so gesehen? Schrecklich. Die Haut hat nicht genug Luft aufgenommen, sozusagen, hat mir dann der Arzt erklärt. Ich bin auf jeden Fall so, mich hat es weggedreht. Hätte ich mir helfen können, natürlich, ausgebildet. Natürlich hätte ich ihm geholfen, wäre ich zugegen gewesen. Sensationell. Was hätten wir gesungen? Ist denn alter Holzmichel tot? Es muss eine dramatische Szene gewesen sein. Ja, ich freue mich so, dass ihr da seid. Danke, Janine, danke, Kai. Ich hoffe, wir werden noch einiges miteinander erleben heute Abend. So, heute ist ein ganz besonderer Tag. Sie haben es wahrscheinlich längst gemerkt. Nicht nur, weil Freitag der 13. ist, sondern weil heute ein Tag ist, auf den diese 4 Jungs sehr lange hingefiebert haben. Und wir auch. Heute ist es soweit. Das neue Revolverheld-Album Zimmer mit Blick ist auf dem Markt. Und wir sind die Ersten in deren Sendung. Herzlich willkommen. Revolver, ich stelle euch einmal vor: Nils, Johannes, Jakob, Chris. Richtig. Puh, habe ich geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Man kommt ja doch immer wieder ein bisschen durcheinander. Ist das denn für euch auch, wenn ihr seit 16 Jahren schon erfolgreich seid, trotzdem ein aufregender Tag, wenn so ein neues Album rauskommt? Ja, auf jeden Fall. Also an so einem Album arbeitet man ja nicht 2 Wochen, sondern irgendwie mindestens ein Jahr. Und wenn wir uns dann zurückziehen und da im kleinen Kämmerlein rumschrauben, dann nach einem Jahr damit rauszugehen und so die ersten Reaktionen mitzukriegen, das ist schon was ganz Besonderes. Aber und es kribbelt dann noch so, weil man immer noch denkt, Johannes, könnte ja doch vielleicht nicht so gut ankommen, oder? Ja, ich meine, das sind natürlich auch persönliche Geschichten, die man da in den letzten Jahren gesammelt hat und aufschreibt. Und wenn man damit dann rausgeht, das ist wahrscheinlich wie beim Theater dann eine Uraufführung. Und da ist man dann schon auch ein bisschen nervös. Also in der Tat, weil man sich einfach so lange damit beschäftigt hat. Aber es ist natürlich jetzt nicht wie mit 19, als man das erste Mal auf der Bühne stand und eigentlich nicht mehr wollte und sich überlegt hat, wo der Ausgang ist. Ja, einfach in seiner Angst panisch untergegangen ist, ja. Bevor wir uns das Album näher angucken, wir haben ja auch einen tollen Auftritt von euch hier vor uns. Aktuell, ihr wart ja beim Echo. Gestern war Echo-Verleihung, gab Riesenschlagzeilen. Schon im Vorfeld der Veranstaltung bei 2 bekannte, erfolgreiche Hip-Hopper, Kollega und Farid Bang, ne, heißt der andere, sehr umstrittene antisemitische und rassistische Textzeilen in ihren Liedern haben und da gestern trotzdem dann geehrt wurden und auch aufgetreten sind. War das Thema auch dann während der Veranstaltung oder danach? Das war Thema, auf jeden Fall. Ja, klar. Ja. Ich fand ja sehr gut, dass Campino seine Preisverleihung genutzt hat, um dann da wirklich auch mal ein Statement zu setzen, weil das ist natürlich einfach nicht in Ordnung. Ne? Also Kunst. Kunstfreiheit finden wir gut und finden auch gut, dass er nicht eingeschränkt wird und so, aber irgendwo ist dann halt auch mal Schluss und wenn es dann antisemitisch wird oder rechtsradikal oder so, dann muss man halt auch irgendwann mal sagen, jetzt Schluss. Frauenfeindlich, ja, es ist ja. Die Jungs haben alles dabei. Die haben alles dabei, genau, und ja, ich find's einfach gut, eine Haltung zu haben und dass Campino das gemacht hat, kann man nur dankbar dafür sein, weil es gab genug Leute auch, die beim Echo auf der Bühne standen, die es halt nicht gemacht haben. Wie schmal ist der Grat zwischen was sagen, eine Haltung zeigen und denen dadurch weitere Platten mitzuverkaufen, weil die Aufmerksamkeit nur denen nützt?
Ja, der Grat ist natürlich total schmal. Und das ist gestern auch wirklich finde ich, auch unglücklich gelaufen. Mhm. Weil man hat so eine unglaubliche Plattform frei Haus geliefert. Also ich meine, es ist Gangster-Rap. Die leben natürlich auch von Skandalen. Das ist zufällig 2 Wochen vor dem Echo ist das entstanden, als schon feststand hinter den Kulissen, wer die Preise kriegt, als die Auftritte schon feststanden, als das alles schon in Stein gemeißelt war. Und da ist dann irgendwie so ein Skandal entstanden. Und sie haben natürlich gestern Abend massiv profitiert. Ich weiß noch, dass ich nach der Verleihung neben Judith Holofernes stand von Wir sind Helden. Und wir wurden dann zum O-Ton gebeten. Und dann kam sie nur zu mir und meinte so, wollen wir jetzt einfach mal aufhören mit dieser Plattform und nicht den Jungs noch ein Wochenendhaus spendieren? Ja. So, und dann meinte ich, ja, es ist jetzt einfach auch genug. Also es waren wirklich die Festspiele der Jungs da gestern. Man muss ich finde es wichtig, dass darüber diskutiert wird, weil wenn man die Jungs ausgeladen hätte, wenn man darüber nicht gesprochen hätte, dann machen wir genau das, was in den 30ern auch passiert ist. Man guckt weg, man sagt, es gibt aber es geht auch nicht darum. Und es gibt Antisemitismus in Deutschland und wir müssen darüber reden. Und die Jungs haben sich auch gestern selber blamiert und haben ordentlich die Hose runtergelassen. Und hat gesehen, das sind 2 dumme Jungs, die das aus welchen Gründen auch immer machen. Und ich finde es wichtig, dass man da ganz laut sagt, nein, das ist keine Kunst, das ist einfach nur Blödheit. Und wenn auch nur 2, 3 das dann auch kapieren und das dann nicht kaufen, finde ich, ist das viel, viel wichtiger, als wenn man sagt, nee, ihr dürft nicht kommen. Also ich finde Demokratie lebt vom Diskurs. Dass man sie eben nicht ausgeladen hat und dass man auch darüber spricht, keine Frage. Aber ich frage mich, ob das Forum bieten dann so weit gehen muss, dass die auch auftreten und sehen. Da muss ich sagen, das fand ich dann ein bisschen extrem. Und da hätte ich dann auch als Veranstalter und ich glaube auch als Sender gesagt, da muss ich auch irgendwo Flagge bekennen. Und, genau. Also sie haben ihnen eben wirklich den roten Teppich ausgerollt. Sie hatten den letzten Auftritt, sie hatten das fetteste Feuerwerk. So, sie waren einfach der Headliner an dem Abend. So, sie sind immer wieder zum Mikro, sie sind vor der Veranstaltung. Es geht ja auch immer um TV-Ablauf, der von vornherein festgelegt wird. Wir alle wissen ja, dass das doch eher ist, als würdest du einen Zug auf eine Schiene setzen. Dieser Ablauf wird durchgezogen. Du brichst nicht mitten in der Sendung irgendwas ab oder so. Naja, man hätte ja vorher die Wochen ändern können. Aber du hast doch einen ganz eigenen Eingang. Nein, ich musste wahnsinnig dringend auf Toilette und dachte, dass während dieses Auftritts alle anderen wollte ich nicht verpassen, weil das tolle Künstler waren und das waren halt keine Künstler. Für mich. Deswegen habe ich mein Geschäft während dieser Zeit halt erledigt. Und ja, das ist doch auch eine Lösung. So, also ich finde es aber ganz wichtig, dass man das anspricht. Die Aussage auch schwierig. Das sind halt keine Künstler für mich, weil man dann gleichzeitig sie nämlich auch in ihrem Ego des ausgestoßenen Outlaw-Hundes sozusagen stärkt. Ich finde schon, dass man eine gewisse Qualität von dem Style und von der Art, wer sich mit Gangster-Rap beschäftigt, kann man den nicht absprechen, auf keinen Fall. Man kann über die Inhalte reden und man kann sich fragen, warum Menschen sich so krass auf das Negative und das Böse und das Menschenverachtende und alles Negative fixieren müssen. Aber bei unserer Vergangenheit, finde ich, ist bei Sachen mit Juden ist einfach Schluss. Also ich finde es auch blöd, wenn von Frauenvergewaltigung gesungen wird. Ich muss dazu eine Sache sagen und ich möchte da wirklich überhaupt niemanden jetzt dumm darstellen, aber ich habe selber nur mal 3 Kinder und meine Tochter ist 14, die wird jetzt 15. Die hört jetzt nicht gerade diese Kollegen, aber die hören eben Lieder, wo die Texte oft sehr fragwürdig sind und die singen die lauthals mit. Und ich habe meine Tochter irgendwann, als ich einen Text mitbekam, der mir wirklich mehr als gegen den Strich ging, mal darauf angesprochen. Und es war meiner Tochter gar nicht bewusst und die ist hochintelligent. Diese Gruppen werden von extrem jungen Kindern, sage ich gehört. Ich glaube, dass die gar nicht raffen, was die da mitsingen. Das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und dann ist es vielleicht doch auch gut, dass wir jetzt alle drüber diskutieren. Umso wichtiger, dass wir unseren Kindern das sagen. Da wird ja auch so oft so frauenfeindlich gesungen. Und dann stehen da diese Teenies, die sind 12, 13 und singen das mit. Die wissen doch gar nicht, was da gesungen wird. Und das ist so. Nicht, weil sie blöd sind. Die beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht so mit dem Text. Da geht es um andere Sachen. Genau. Aber Leute, wir müssen jetzt trotzdem, also ich finde, jetzt haben sie genug. Man muss drüber reden. Totschweigen ist keine Lösung. Aber jetzt ist es ein ganz wichtiges Thema. Habt ihr ein neues Album? Ich bin sehr froh. Dass man die Texte von Revolverheld völlig bedenkenlos einfach laut mitsingen kann, egal in welchem Alter. 16 Jahre Revolverheld, das ist eine steile Karriere, das sind großartige Bilder und die gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt kommen auch die schlimmen Autos.
2005. Ihr Durchbruch. Freundschaft hat die Band dann zusammengehalten. Seit 16 Jahren stürmen sie die Charts. Ihr Erfolgsrezept? Treue zu sich selbst. Und haben irgendwie uns nicht reinreden lassen, gehen keine Kompromisse ein. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. 2008 der offizielle EM-Song. Geht das Fußball wunderbar. Lass uns hier raus. Live-Konzerte, für sie das Größte. Höhepunkt die MTV Unplugged-Tour vor gut 200.000 Fans. Zusammen mit guten Freunden. Jetzt erfinden sie sich neu. Johannes, Chris, Nils und Jakob. Servus und moin moin, es ist soweit. Für ein neues Kapitel Revolverheld. Ich habe mich ja gefragt nach eurer letzten großen Tour, MTV, Unplugged-Tour, hat man sich ja gefragt, warum hört man gar nichts mehr? Ich habe erst gedacht, vielleicht habt ihr auch mal eine Pausentaste gedrückt, so wie Lisa das vorschlägt. Was war los? Das ist natürlich bei so einer Albumvorbereitung schon in der Tat so, dass dahinter den Kulissen sehr viel passiert. Und wir haben diesmal uns, sagen wir mal, oder generell hatten wir auch keinen Bock, jetzt jeden Schritt so in sozialen Medien zu teilen und irgendwie uns total öffentlich zu machen, sondern haben erst mal gedacht, nach dem letzten Konzert, wir machen eine Pause. Aber nach 4 Wochen haben wir eigentlich gemerkt, dass wir irgendwie schon wieder Lust hatten, Songs zu schreiben. Also es ist eben auch wieder diese Erkenntnis gewesen, dass Musiker eben kein Job ist. Ne? Also natürlich schon auch von der Anstrengung und all dem ist klar. Aber man hat sich das eben irgendwann mal als Hobby ausgesucht. Und wenn dir dann jemand sagt, mach eine Pause, also ein Sabbatical, dann hast du nicht wie jemand vielleicht, der seinen Job hasst, ein Banker, keine Ahnung, der sich freut, rauszukommen und ein Stiftchen schmeißt und sagt, ey, nie wieder. Dann bist du natürlich trotzdem die ganze Zeit damit umgeben. Also ich meine, ich singe jeden Tag mit meinem Sohn Lieder und mache irgendwie Musik. Ne? Also setzt man sich hin, es kommen Geschichten, die kommen dann aus einem raus, die schreibst du eben wieder auf. Und irgendwie haben wir uns nach ein paar Monaten getroffen und die Songs vorgespielt und dann ging es wieder los. Aber wenn man sich, du hast es gerade angesprochen, wenn man sich die Bilder gerade von eurem Abschlusskonzert anguckt, das war ja in Hamburg, Barclaycard Arena, also da, man kriegt wirklich Gänsehaut. Wir gucken mal. Fängst du voll an zu heulen. Du hättest bloß deinen Trainingsanzug mit diesen Elektroden ausziehen sollen. Ja, das stimmt. Der selbst die Adern macht. Aber dann fragt man sich ja, wenn man sowas sieht, ne, was muss da in einem vorgehen? Hat man da nicht erstmal das Gefühl, Leute, Wahnsinn. Danach kann nichts mehr kommen. Wie sollen wir das noch toppen, was wir da gerade erlebt haben? Also in erster Linie empfindet man das halt als so wahnsinnig schön, dass man das so bald wie es geht wieder haben möchte. So, deswegen ist es auch, glaube ich, unmöglich gewesen, eine Pause zu machen. Wir kamen von dieser Bühne und wir waren alle so, oh Gott, wir machen jetzt Pause, das geht nicht. Und war man körperlich kaputt und man hat vielleicht auch eine Pause gebraucht, aber man war so voller Emotionen und voller schöner Gefühle, aber dass es einfach weitergehen musste. Wie wirst du denn da nicht größenwahnsinnig, wenn du da stehst und die Leute jubeln dir zu? Ist wahrscheinlich eine Frage, wenn du zu Hause Windeln wechselst. Ne? Ja, aber ich glaube, wenn du sagst, das will man sofort wiederhaben, immer wenn man das ist ein Satz, der ja häufig gesagt wird von Künstlern, ja, ich brauche das. Ich persönlich finde immer, wenn man etwas braucht, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Absolut. Und bei Sportlern ist ja auch so, wo du es dann geschafft hast, wenn du dich über den Erfolg ehrlich auf Augenhöhe freuen kannst, aber wenn du trotzdem auch die Niederlagen verarbeiten kannst. Also wie bleibt man in der Mitte, wenn man vor den Leuten steht und Ja, es ist in der Tat so. Robbie Williams schafft es nicht, glaube ich. Nee, der schafft es nicht. Also man versteht aber in der Tat, wenn man so Konzerte spielt oder Theater auf großen Bühnen, man versteht total, es ist Junkie-mäßig. Ne? Ja, 50.000 Euro. Aber man versteht total, warum die Stones zum Beispiel nicht loslassen können. Ne? Oder dass eben viele Leute nicht von der Bühne runterkommen. So, also zum Beispiel auch, glaube ich, für einen Fußballer, ich kenne ein paar, die so ihre Karriere beenden. Das ist einfach echt krass. Ne? Also wir müssen das ja Gott sei Dank nicht machen. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, wenn man sich die Stones anguckt. Ne? Ja, genau. Da ist ja noch Luft nach oben. Aber die können eben auch nicht loslassen. Ne? Loslassen. Aber es ist, glaube ich, wirklich der Alltag, der sortiert das dann neu. Also ich, als Vater ist es ganz einfach. Du kommst nach Hause, irgendwie abends irgendwie der Rockstar kommt nach Hause und er sagt, Papa, und alles ist eingepinkelt und voll. Ja, das ist dann wirklich hilfreich, das glaube ich. Super, wirklich. Also es gibt bei Musikern immer ganz viel diese Nachtourdepression. Das heißt, du kommst nach Hause und fällst total in ein Loch. Ne? Das habe ich, seitdem ich ein Kind habe, einfach gar nicht mehr. Weil du hast einfach, bis sofort, du wirst gebraucht, und zwar im wirklichen Leben. Ne? Und wenn ihr dann so eine...
Wenn ihr dann so eine neue, wenn so eine neue CD entsteht, ihr seid ja norddeutsche Jungs, ihr wart ja St. Peter-Ording, fahrt ihr dann hin und dann wird wahrscheinlich gebrainstormt. Ist das wie so ein Jungsurlaub oder wie hat man sich das vorzustellen, wenn ihr da so zusammensitzt und überlegt? Ja, das ist schon ein bisschen Klassenfahrt manchmal. Ja. Wir sind zum Glück auf der Insel gefahren, da kann man nicht abhauen. Da haben wir erstmal auf Föhr, ne? Ja, auf Föhr, genau. Ja. Wir sind nach Föhr gefahren, haben uns da eingeschlossen in das Studio von Stanford. Eine befreundete Band und haben da erstmal so die ersten Ideen geschraubt. Ja. Wer ist denn dann wofür zuständig? Also Jakob was Kochen. Machst du zum Beispiel? Jakob kocht uns als einziger Single bei uns dann. Ich bin ein sehr moderner Mann. Also, ja, absolut. Ich spreche nicht weiter. Okay. Und ihr beide, also Chris und ihr beide schreibt hauptsächlich die Texte? Wir waren vorher schon mal weg, einmal in St. Peter-Ording und einmal als Auftaktreise haben wir uns Amsterdam gegönnt, weil wir dachten, das ist eine gute Idee, haben uns ein bisschen Songs vorgespielt und sind feiern gegangen dann. Und dann wir spielen uns Songs vor, so die ersten Ideen. Auf Holländisch übrigens. Ja, toll. Und dann, wenn wir dann die meisten rausgewählt haben, treffen wir uns mit den Jungs und spielen uns unsere, sozusagen, die wir gut finden, spielen wir denen vor. Ja. Und mit denen sind wir nach Föhr gefahren und haben da den Startschuss gehabt. Ja. Was ich verrückt finde, ihr habt 60 Songs habt ihr gemacht, ja? Und dann haben es davon nur 12 aufs Album geschafft. Was ist denn mit den anderen 48? Ja, kannst du dir vorstellen, wie scheiße die sind. Das ist schön, dass man sagt, nee, die haben wir später Einsatz weggelegt. Nein, die waren kacke. Wahnsinnig gut. Das ist toll. Nee, also es ist schon so, dass wir machen das, haben wir das bei jedem Album so ein bisschen. Und es muss ja auf dem Album auch eine gewisse roten Faden geben. Und du schreibst und machst und irgendwann entwickelt sich das im Schreibeprozess, dass du merkst, okay, da geht's hin, das sind so unsere aktuellen Gedanken und Themen. Damit fallen dann die 10 raus. Und die 10, über die braucht man gar nicht zu sprechen, die stecke ich mal wieder ganz tief in meine Tasche. Und so setze ich das dann zusammen. Hast du nicht mal im Video mitgespielt, Kai? Bei Johannes? Ja. Natürlich ein großartiger Schauspieler auch mal bei uns fürs Video. Das war total schön. Das hat total Spaß gemacht. Mhm. Ja, das war voll geil. Ja, Kai hat gerade gesagt, er wäre so gern Musiker. Ich bin leider total unmusikalisch, aber das ist der einzige Nachteil. Das wäre schon, so eine Sehnsucht damals, so das zu erleben, haben, glaube ich, viele. So, ihr seid ja so nett und wollt und spielt uns was. Ja, sicher. Live, ja, klar. Immer noch viel. Lass mich noch mal raus. Also, wir bauen euch hier erstmal ein bisschen auf. Machst du jetzt was zu essen? Was möchtest du? Ein Schnitzel. Das ist eine echte Herausforderung. Ja, also das kommen jetzt noch zwei dazu. Oh, sag dir mal einmal noch die beiden, die noch mit Musiker sind. Ja, wir haben Arne und Chris noch dabei. Hi, die richtigen Musiker in der Runde. Danke dir noch dran. Es geht ja auf dieser neuen CD Zimmer mit Blick ganz viel um Jugenderinnerungen, um was man so noch von früher so im Kopf hat. Da ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Und das Lied, was ihr jetzt singt, immer noch fühlen, hast du geschrieben, ne, Chris? Ich hatte, glaube ich, die erste Idee. Ne? Wir machen das dann immer zusammen. Und genau. geht so ein bisschen um die ersten Male, die einen so wirklich beeinflusst haben. So, ne? Der schlechte Schnaps an der Tanke damals, so, den man jetzt nicht mehr trinken kann. Und die ersten Konzerte mit der Stimme. Ich kann den immer noch trinken. Du kannst immer noch trinken, ne? Ich komme vom Dorf. Bei mir was abgefahren, kann ich nicht mehr. Ich komme mit. Aber wir können es immer noch fühlen. Wir bringen es so ein bisschen ins Jetzt. Man erinnert sich schön. Und wir können es immer noch fühlen. Wir freuen uns drauf. Immer noch fühlen. Oh, ein Schlückchen noch und dann geht das los. Das ist der Rockstar mit Wasser. Eins, zwei, drei, vier. Das erste Konzert, das erste tanzende Herz, der erste Rausch, das erste Lieblingslied laut, das erste Mal Disco, lieber Weezer statt Cisco, die erste Zigarette auf der Schultoilette. Es ist so viel passiert und die Momente vergehen, nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Wir können es immer noch fühlen, wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie's aussehen ist doch ganz egal. Weil wir es fühlen, wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie's aussehen ist doch ganz egal. Weil wir es fühlen. Das erste Mal geflogen, haben unsere Eltern belogen. Und mit dem ersten Geld Panini-Bilder bestellt. Wir wohnen in meinem alten Golf, du hattest Air Max in Gold. Gezwängt in 501 und wie alleine verreist. Es ist so lange her, es ist so viel geschehen. Nur dieses Gefühl bleibt für
für immer bestehen. Wir können es immer noch fühlen. Wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie's aussehen ist doch ganz egal. Weil wir es fühlen. Wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie's aussehen ist doch ganz egal, weil wir es fühlen. So, Essen ist fertig, super. Ich habe das, ja, hab das Gefühl, die sehen wir auch im Mick Jagger Alter noch. Ich war ja bei dem Konzert hier. Ich war auch da. Es war so toll, ich war mit meiner Mama da. Und es war wirklich, es war echt ein Highlight. Ich finde auch, also ich finde, das nimmt man denen auch nicht übel, dass sie nicht aufhören können, den Stones. Wirklich nicht. Nee. Genauso wie übrigens Guns N' Roses. Du bist doch so ein Guns N' Roses Fan. Du hattest doch letztes Mal... Warst du beim Konzert? Ich war beim Konzert. Hier in der Ecke. Ja, war hier in Hannover. Ich war da auch. Evakuiert wurde. Nils, ich habe alles von Guns N' Roses rauf und runter gehört damals. Sensation. Ich habe immer versucht, so zu kreischen wie Exi. Und das hat mich dann immer 3 Tage gekostet. Mach mal. Meine Stimme ist irgendwie zu tief. Deswegen bin ich Gitarrist geworden. Nils hat eine Gitarre. Der hat das bei AC/DC gesagt. Alex, Nils hat eine Gitarre von Slash signiert. Die hat sie ja letztes Mal. Das ist richtig. Ich war tatsächlich immer großer Fan, so als Jugendlicher, wenn man so den ersten Schülerbands spielt und versucht, diese Sachen nachzuspielen, so mit Songbooks und so. Hattest du auch immer Schiss, dass ihm die Haare abbrennen? Weil er doch immer, die Haare fielen doch immer und waren so ein Stück über die Zigarette, die er dann immer geraucht hat. Ja. Die war wahrscheinlich nicht echt. Die war nicht so. Doch, damals war das alles. In eurem Video zu diesem Lied, das ihr gerade gesungen habt, spielen ja Musikkassetten eine große Rolle, von wegen früher. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr mir helfen. Super gerne. Ich dachte, die Halle von schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später. Du warst doch früher. Ja. Man hat das doch mit Bleistift dann so gedreht. Ne? Bleistift oder Kugelschreiber, diese eckigen Dinger. Ja, genau. Was setzen denn solche Kassetten für Erinnerungen in euch frei? Was kommt euch da als erstes in den Sinn, so, wenn ihr so... Ja, so Mixtapes. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich habe damals die NDR2 Club-Hitparade habe ich immer auf einem kleinen schwarzen Kassettenrekorder aufgenommen. Ich habe mich immer so maßlos geärgert, wenn der Moderator in mein Lieblingslied so einen Michael Jackson reingeladen hat. Ja, ganz schief, ne? Nein, jetzt muss ich es scheiß Geisterfarbe. Wirklich. Ich war so sauer. Oder wenn die erst hinterher gesagt haben, welches Lied kommt und meinen, sie verpasst, dann... zu spät. Wirklich. Und dann hast du immer auf der Kassette die Disco Rush. Das ist das Ende des Liedes. Dann. Aber ich habe das ja wirklich, ich bin ja noch älter als du. Die man geschenkt bekommen hat, oder? Ja. Die auf einen Stand. Genau. Das Lied hatte eine Bedeutung. Ja. Aber was das stundenlange Wochenende. Kommt drauf an, was drauf war. Ne? Man hat es auch so geklebt, auch mit Tesa. Ich habe das mit einer Rasierklinge noch geschnitten und mit Tesa dann geklebt. Also das habe ich ernst. Aber das Ding ist immer, das knackt halt alle paar Sekunden jetzt. Hier. Knoten drin, kein Problem. Das ist von unserem Kollegen Andreas, der ist das Testament seiner Großmutter. Ja, Druck 65. Andreas, keinen Druck, ne? Andreas sagt, die hört er nicht mehr so oft. Sag mal, Johannes, bei dir hat auch Erinnerungen mit dem Führerschein zu tun, ne? Habe ich gehört. Mit deinem, das ja, war in der Tat. Also ich meine, man hat ja so ein paar große Gefühle im Leben, die sind in der Tat so groß, dass man die immer wieder hervorholen kann oder dass die durch eine Kleinigkeit ausgelöst werden. Und ich komme eben hier in Niedersachsen vom Dorf Worpswede, ne? Und da war das wirklich so, dass der Fahrlehrer einem am 18. Geburtstag, wenn man den vorher bestanden hatte, morgens vor der Schule den Führerschein brachte. Ja. Wow, vor der Schule. Ja, die paar Fahrschüler, die er hatte, die bestanden hatten. Und ich weiß eben noch, wie es an meinem 18. Geburtstag war, es klingelt, ich gehe die Treppe runter und da steht dann, hier, herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, das war auf dem Dorf das größte Geschenk in die Freiheit. Hast schnell deinen Cola Korn ausgetrunken und bist los. So genau. Und bin zur Schule gefahren. Aber es ist jetzt immer noch so, wenn ich das mit meinem Elternhaus die Treppe runtergehe, guck mal, Jakob hat es geschafft. Gefühl. Ja. 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 Mach mal an. Also, du hast immer noch das Gefühl, wenn du die Treppe, wie das damals war. Ja, ist in der Tat so, dass ich manchmal runtergehe und denke, ah, jetzt kommt gleich mein Fahrlehrer. Ah, nee, das ist über 20 Jahre her. Machst du eigentlich mit deinem Sohn, der ja noch relativ klein ist, auch dieses Dünensingen auf Spiekeroog, was dein Vater mit dir als kleinem Jungen gemacht hat? Gehört der schon dazu, der Kleine? Ja, also ich meine,
Dünsing, muss man dazu sagen, ist was. Mein Vater fährt seit 1966 auf die Nordseeinsel Spiekeroog und hat sich da früher mit ein paar Freunden zusammengesetzt und sie haben Chansons gesungen, so Brassons. Und, da sieht man ihn immer. Das ist die als kleine Jungen, ja. Ne? Halleluja, wo habt ihr das denn ausgegraben? Frisur. Ja, das war so 83. Ne? Und ja, was 1966 ja so partymäßig war, hat sich da so etabliert, dass über die Jahre bis heute, er fährt da jeden Sommer noch hin, setzt sich dreimal die Woche in diese Düne. Und seine alten Kumpels haben natürlich mittlerweile Kinder und Kindeskinder und Enkel. Und pipapo, es kommen irgendwie 400-500 Leute, die da mit ihm singen. Wow. Echt schöne Lieder, schöne Chanson. Und ja, ich komme da so als Zaungast mit hin, setze mich in die Masse und singe mit. Und mein Sohn natürlich jetzt auch. Ja, dein Sohn findet das auch schon toll. Ja, der findet das super. Und ich muss mir dann zu Hause die Lieder von meinem Papa drauf schaffen, weil er die natürlich singen will. Hm. Wart ihr da alle zusammen auch schon mal bei diesen noch nicht, aber leider müssen wir machen. Hat er noch nie eingeladen. Den Ausflug müssen wir machen. Ich bin jetzt auf unserer Clubtour in Worpswede. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon verraten habe, vielleicht könnt, das jetzt sein Vater ja bei uns, wer weiß es schon. Genau, und ihr könnt ja vielleicht jetzt auch noch einmal ankündigen für die Leute, die denken, oh, gibt nur eine Clubtour, keine Karten mehr gekriegt, es kommt ja noch was. Es kommt ja noch was. Absolut. Ja, wir sind, wir haben jetzt die Clubtour war in der Tat verrückterweise in 20 Minuten ausverkauft und dann haben wir gedacht, okay, dann natürlich dann doch auch ein paar Nachrichten kommen von, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Haben wir März 2019 haben einiges weggekauft, damit ihr gut drauf seid heute. Ja, ja. Danke. Also jetzt noch einmal die Ankündigung. Also März 2019 spielen wir auf jeden Fall die großen Arenen und auf revolverheld.de ist gibt's der einzige Ticketshop. Eventuell noch ein paar Karten, ne? Aber nicht mehr lange. Zimmer mit Blick heißt die Platte, auch sehr interessante gesellschaftskritische Texte drauf. Also unbedingt anhören, unbedingt zu den Konzerten gehen. Danke, dass ihr hier seid. Immer eine große Freude. Ich könnte eine lange Ankündigung machen jetzt, was sie alles tut, was sie alles kann. Aber ich finde sie einfach so toll. Ich glaube, man merkt es. Ruth Moschner ist hier heute. Die Einzige, die Wunderbare. Was war auf deinen Mixtapes? Wir sind herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Oh, danke. Vorgestern Geburtstag. Wir sind ein Jahrgang. Deshalb, ich weiß nicht, ob wir Übereinstimmung haben. Was war bei dir drauf damals? Was ist prägend, 90er? Oder? Kam immer auf den Typen drauf an. Also je nachdem, was der auch wollte und bezwecken wollte. Also, Raining so Man oder Sing Hallelujah? Oder, was will man denn, wenn man das auf Mixtape... Also Entschuldigung. Sing Hallelujah? Sing Hallelujah? Dr. Alban. Was will man denn als Typ bezwecken, wenn man das auf Mixtape macht? Warum geht ihr alle auf mich los? Mehr so das waren die ersten zwei Songs, die mir eingefallen sind. Hast du das für deine Freundin noch was? Wirklich? Nein, ich habe nie ein Mixtape für jemanden. Moment, das stimmt mit dir nicht. Moment mal, mein Freund. Hier, DJ Bobo. Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, it's my life. Meine Gigastrammwadeln sind der Wahnsinn. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich ein Mixtape, das ich mich noch erinnere, wobei mit dem Typen nichts lief. Aber der hat mich auf das Thema Britpop gebracht. Und der hat mir ganz tolle Britpop-Mixtapes gemacht. Und die habe ich wirklich sehr gerne gehört. War das und schon Oasis, wir haben eine tolle, ja, auch Oasis, Blur und Pulp und all diese coolen Bands. Und ja, wir waren sehr gut befreundet, aber es lief nie was. Alle anderen um uns rum haben gesagt, ihr müsst was miteinander haben, weil ihr seid so toll zusammen. Aber es war eine Freundschaft. Du, die beiden haben sich auch gefügt. Ja, wie bei den zwei. Ja. Wobei ihr seid auch, ihr seht optisch auch so toll aus. Aber ich kenne natürlich deinen Mann. Also optisch seht ihr auch gut aus. Ihr seht optisch ganz, bin so aufgeregt. Wir haben extra gesagt, einmal hell, einmal dunkel. Ihr seht schön miteinander aus. Nein, ich mache einfach nur einen Kompliment. Mann ist auch ein Schnuckelchen. Ich kenne ja auch ihren Mann, der ist ja auch mega. Ja, eben. Ist alles super. Auch optisch, ist der auch optisch geil? Der ist optisch auch mega, ganz einfach. Zu Feeling her, der ein richtig gutes Gefühl. Aber sag mal, gut, wenn wir das, was, wofür ja die Jungs so stehen, diese schöne Melancholie, ne? Erste Bar, erste Kneipe, alte Freundschaften, hast du da auch einen Hang zu oder bist du immer komplett im Jetzt? Schau mal, kommt gleich Frank Elster, so wie man versteht, die Spaß. Komm, ist völlig von der Rolle. Junge, was ist los? Was meinst du? Von der Rolle kann er aufwickeln. Das aber Alex, als wir das mit Eckhard von Hirschhausen gemacht haben, hat sich irgendwann die Frau auf ihn geschmissen, angefangen, ihn abzulecken. Wenn sie das gleich macht, dann ist es wirklich, passiert. Wer war das? Das war Isabel Varell. Ich stelle die Frage. Nein, du bist nicht veräppelt. Also, nein, aber nö, ich bin, also ich mag schon Nostalgie und so. Ich habe allerdings, nein, ich habe, ja, aber irgendwie, ich bin verwirrt heute. Ich bin, es war so lange auf dem Echo.
Nee. Ja, echt, genau. Ja. Ja. Nein, egal jetzt. Wir nein, gucken uns mal einen kurzen Film über Mutter an. Und dann versuchen wir weiter. Aufgepasst, hier kommt ein kleines Quiz. An welchen zuckersüßen Gegenstand erinnert diese Frau? Sie ist etwas Exquisites für den speziellen Augenblick. Also, mich lassen ja solche Muskeln. Mit ihr kann man besonders den Feinschmeckern eine Freude machen. Die Welt ist wieder in Ordnung. Manche würden sie als Sünde bezeichnen. Ich hätte, glaube ich, ungefähr 10-mal heiraten können. Und schließlich ist es so. Mit ihr weiß man nie, was man bekommt. Brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Sie ist die Praline des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Ruth Moschner. Und dann stellst du solche Fragen. Ich bin so froh, dass ich das nicht gesagt habe. Ich hätte wieder links und rechts. Aber sie kennt sich ja auch, Achtung, Überleitung, kennt sich ja auch mit Pralinen aus. Das ist vollkommen richtig. Staatlich geprüfte Ernährungsberaterin ja jetzt seit kurzem. Ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin tatsächlich. Also keine Müsli-Rührerin, sondern ich kenne mich tatsächlich richtig aus. Ach so, die auch anderen sind Müsli-Rührer. Darmbakterien wollte ich gerade sagen. Genau mein Thema. Pilze. Warum so spät in deinem Leben, wenn das schon immer ein Thema war und immer angelegt war? Tatsächlich hat mich mein Weg einfach erst zu diesem Zeitpunkt dahin geführt. Also es war vorher irgendwie zu wenig Zeit. Es war auch im Jahr 2014, als ich das dann begann, zu wenig Zeit. Aber man trifft dann so Entscheidungen im Leben. Und wenn ich mich für was entscheide, dann mache ich das. Ich bin Widder und das, auch wenn dann mal eine Wand durchrannt werden muss, es wird gemacht. 2014, das heißt, das war dann wirklich lang, ne? Oder, ja, also man macht das dann 2 Jahre. Und hat Prüfungen und praktische Teile und so und lernt großartige Menschen kennen und bekommt die Erkenntnis, dass man in unserem Job ja sehr das Kurzzeitgedächtnis trainiert, das Langzeitgedächtnis gar nicht. War am Anfang immer so gelernt und am nächsten Tag war alles wieder weg. Blöd. Das ist dann natürlich bei so einem Studium echt doof gelaufen, aber es ging dann irgendwann mal. Und es ist ja nicht so, dass du nicht sehr viel normalen Job, nämlich im Fernsehen machst. War das dann schwierig, das nebenbei zu machen oder war das gerade leicht, weil du so einen schönen Abstand dann kriegst? Nee, es war knallharte Disziplin. Ich habe es auch wirklich nur durchgezogen, weil es mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Ja. Weil es einfach eine Leidenschaft von mir ist, weil es mich wahnsinnig interessiert hat. Ich lese das auch privat in meiner Freizeit. Ich finde es einfach ganz spannend. Aber meine Produzentin hat dann damals gesagt, als ich die Prüfung dann geschafft hatte, sie meinte, darf ich dir es jetzt mal sagen? Ich halte dich für sehr bekloppt. Und ich habe es dann auch bestätigt und gesagt, ja, ich bin das auch. Ja. Also was ich mir schwer vor mit der Prüfung, wenn man so lange da raus ist, dann ist kollabiert. Ich Stress, bin, das ja, ist doch richtiger Horror, Stress. Ne? Das war der Horror. Ich bin ja sowieso nicht so ein Prüfungstyp und dann auch noch auf Zeit. Du hast ja dann auch nicht 3 Tage Zeit. Du hast dann in 2 Stunden 80 Fragen. Und das war, ich war so schon vorher. Ich habe geträumt. Ist das Multiple Choice? Oder? Ja, es war Multiple Choice. Ja, aber also, da waren aber Kackbratzenfragen drin, wo du echt denkst, so, nur so ein paar Buchstaben. Weil so bei Biochemie ist dann ja manchmal, klingt das ähnlich oder sieht ähnlich aus. Fettsäuren, Transfettsäuren und so. Das ist alles nicht so lustig. Wenn ja, man da dann, ich auch ist Weile aber dann auch mit Körperlichkeiten ist. Ganz gut, weil man sollte ja schon aufmerksam dann auch zuhören und zugucken, wenn man sich dann mit Menschen beschäftigt und deren Gesundheit. Und was machst du jetzt damit? Tatsächlich berate ich Freunde und Kollegen, um halt im Thema zu bleiben. Ja. Wir haben mit unseren Mädels, wir waren nur Mädels in unserer Studiengruppe natürlich, klar. Wir tauschen uns nach wie vor aus und bleiben natürlich auch am Ball, um letztendlich dann auch zu wissen, okay, was ist nur ein Trend, was bleibt tatsächlich. Und es passiert ja auf dem Sektor ständig was Neues und das ist sehr spannend. Und ich biete mich dann eben immer an, wenn Freunde, Kollegen eine Beratung wollen, dann mache ich das, um eben tatsächlich in der Übung zu bleiben, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ich finde es immer so schwierig, weil genau auf diesem angesprochenen Sektor ja aber auch immer die Meinung von A bis Z gehen. Und du, das ist ja wie bei den angesprochenen Gerichtsentscheidungen. Du folgst einem, sagst, das ist ja mega. Und dann erzählt dir aber der nächste 4 Wochen später, sagt, du sollst jetzt eigentlich das gar nicht machen. Ja, wie aber das folgst du? Oder? Das ist nicht ganz richtig, weil gerade
gerade das Thema sehr individuell ist. Also wenn jetzt Kai sich mit dem Veganismus sehr wohlfühlt, heißt das noch lange nicht, dass das für Janine genau das Richtige ist. Das hat zum Teil eben auch wirklich mit der Darmflora zu tun, dass unser Körper eben gewisse Eiweiße nicht so umsetzen kann und der andere kann es besser verarbeiten. Und da braucht jeder seine individuellen Tipps. Also pauschal kann man relativ wenig sagen, deswegen gibt es da so viele Sachen. Pauschal geht eigentlich nur, je weniger industriell verarbeitet, desto gesünder. Das ist so eine Richtlinie, die man jedem sagen kann. Aber ansonsten, es muss in das Lebensschema passen, es muss in den Alltag passen. Hat derjenige Kinder, da kochst du auch noch mal anders. Da musst du auch mit einer anderen Intuition rangehen, damit die Kinder nicht alles bäh finden. Da gibt es so viele Tricks. Und das, deswegen ist eben so eine ganzheitliche Geschichte ganz spannend, weil du eben wirklich dir den Menschen anguckst und wirklich ganz individuell auf den eingehst, damit er dann auch wirklich nach wie vor Spaß haben kann. Was ich so faszinierend finde, du beschäftigst dich ja viel mit Schokolade und Pralinen und lauter so Sachen, wo man denkt, die machen unglaublich dick, da ist viel Zucker drin. Aber wie machst du das mit der Figur? Also bei mir haut das überhaupt gar nicht hin, muss ich sagen, mit den Pralinen. Ich bin ein Genussesser. Also wenn ich Schokolade esse, dann achte ich auf eine hochwertige. Und die esse ich dann auch mit einem ganz anderen Gefühl. Also nicht so nebenbei und irgendwie ziehe mir irgendwie das tierische Zuckerzeug rein. Ich bin nicht so der also ich esse süß gerne, wenn es nicht süß ist. Also ich mag diesen Zuckergeschmack. Ja, der Streber, das war klar, dass sie hier so. Also nein, aber für mich muss eine Schokolade nach Schokolade schmecken und nicht nach Zucker oder so. Dann ist es nicht so meins. Also dann kann ich mir auch ein Stück Würfelzucker reinziehen, ist günstiger. Aber für mich geht es tatsächlich um die Nutella verschiedenen. Ja, das ist auch nicht so meins, muss ich sagen. Aber du hattest mal so einen Tipp, das weiß ich noch ganz genau, dass man immer vor dem Essen so ein Stückchen Bitterschokolade essen soll. Das ist meine Schokodiät. Und dass man vor dem Essen, dass man dann keinen Hunger hat. Ich habe das monatelang ausprobiert. Ich habe immer genauso viel danach gegessen wie ohne die Schokolade. Das hat nicht funktioniert. Aber man hat es aufgegeben. Keine Tafel. Nein, keine Tafel. Eins habe ich aufgehört. Robert Lewandowski, der Fußballstürmer, der kriegt von seiner Frau immer, die ist auch Beraterin, der hat schon seit langem damit angefangen, der isst den Nachtisch auch zuerst. Dann die Hauptspeise, dann die Vorspeise. Ja, aber wenn du darauf anspringst, das ist letztendlich das Belohnungsprinzip umkehren, dass du sagst, ich bin ein totaler Desserttyp, also belohne ich mich vor dem Essen, bin dann schon ein bisschen satter und esse dann eben nicht mehr ganz viel und am Ende dann eben das Dessert nicht, weil ich das ja schon quasi check erledigt habe. Also ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich zwei oder drei Nachtische essen. Das ist genau wie mit dem Glas Wasser lauwarm. Ja, aber ich glaube, dass du jetzt auch literweise Wasser. Aber Thorsten wollte auch Figurproblem hast. Nein, weil auch. Aber das funktioniert bei mir auch gar nicht. Ich trinke ein Glas Wasser. Vorher habe ich genauso viel Hunger wie nachher. Und es ist alles, bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Nee, bei mir leider auch nicht. Aber hauptberuflich, liebe Ruth, moderierst du ja Grillen-Profi. Du hast sehr viel mit diesen spitzen Profiköchen zu tun. Was sind das eigentlich so für Menschen? Das sind Köche. Ich musste so schmunzeln, weil vorhin so diese MeToo-Debatte und so. Bei uns stehen ja die Kerle in der Küche, aber die haben natürlich auch die dicksten Eier. Anders kannst du den Job natürlich auch nicht machen. Aber ich mag das. Ja. Also ich mag es, wenn ein Mann männlich ist und ich mag es, wenn eine Frau fraulich ist. Ich bin ja eigentlich ein kleiner Junge, gefangen in einem Körper einer Frau. Das ist aber dann quasi... Irgendwas ist heute anders. Junge? Erklär das ein bisschen mal. Ja, aber ich glaube, deswegen komme ich mit diesen Macho-Typen ganz gut klar. Weil das ist eine ganz spezielle Ebene, die wir haben. Und ich mag das, wenn mir jemand in die Augen gucken kann und mir auch Kontra gibt und nicht gleich einknickt, wenn ich nicht gleich auf die Frage antworten muss. Starren ist auch ein bisschen übertrieben jetzt. Gleich fängt Alex an zu reden. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine. Ja, bei Training Man war das alles schon zu Ende. Ja, da war aber vorbei. Um nochmal auf deine Urteilsfrage zu kommen. Bei Training Man ist einiges zu Ende gegangen übrigens. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Habe ich dich traumatisiert? Ich sag wenigstens nicht Hallo Schlüpper zu dir. Wie Kai. Hallo was? Aber was ja wirklich interessant ist, gut, reagieren diese Macho-Typen denn anders, wenn eine Frau, die so aussieht wie du, sagt, na du Kackbratze, als wenn das jetzt eine wäre, die ungeschickt. Jetzt hast du ein neues Wort gelernt. Hat die doch gerade gesagt. Ja, ich meine, von ihrer Wortwahl passt ja. Also haben die mehr Respekt? Dann, oder die behandeln mich ungeschminkt genauso wie geschminkt. Okay, also auch egal, wie du gestylt bist. Ja, nee, lustigerweise sagen die ganzen Kerle, dass ich ungeschminkt auch besser aussehe. Ich weiß nicht, ob sie mir schmeicheln wollen oder irgendwie tatsächlich Angst vor mir haben, dass ich ihnen das dann in der Sendung heimzahlen könnte oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich bin beruhigt, dass ihr da wirklich tiefe Gespräche führt, auch am Set. Wenn man jetzt gesehen hat, wie da immer alles in Flammen aufgeht, so die Klassikerfrage, ist es alles sicher und vor allem ist es auch alles hygienisch da? Also früher, Biolek, der hat da immer rumgemacht.
mal hier und da. Und dann dachte, oh, bitte, ey. Ja, das ist tatsächlich, also wir haben einen sehr guten Einkäufer, der natürlich darauf achtet. Ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Nein, aber das Gefährliche, ist gar nicht, wenn es brennt, sondern das Gefährliche, und da achte ich tatsächlich sehr drauf, ist, weil unsere Promis sehr oft vergessen, die stellen dann die Pfanne mit dem Fett auf den Herd und dann vergessen sie das und dann wird das Fett extrem heiß und fängt an zu rauchen, und da versuche ich tatsächlich schon drauf zu achten, dass sie dann nicht das Fleisch reinmachen oder irgendwas anderes, weil dann spritzt und da kann man sich eher verletzen, im Zweifel dann auch ausrutschen auf dem Boden, weil das Fett auf dem Boden ist. So eine kleine Flamme, klar, brennen die Haare kurz. Nein, das hatten wir aber auch nicht. Nee, also klar, ich mache dann auch schon mal das Feuer aus, aber das Öl ist tatsächlich die größere Schwierigkeit. War eigentlich schon mal jemand aus dieser Runde? Der Johannes war. Ich war Johannes war da. Ja, ja. Janine war. Ah, Heino noch nicht? Warum warst du eigentlich noch nicht bei uns? Ich bin keiner eingeladen, aber ich grill auch nicht so gerne Fleisch. Das heißt du kannst ja auch was Veganes machen. Als Veganer, da flippen die Köche bei uns immer total aus, weil sie sich da nicht so auskennen. Da hast du gute Chancen. Das endet dann immer in so Streitgesprächen. Das hatte ich schon mal, als ich beim, wo war ich da? Ich war in irgendeinem, ich hab schon wieder vergessen, in irgendeiner Kochsendung war ich schon mal. Und das war dann, wie war das? Ach, Lichter, genau. Meine Lichter hat mich unterstützt. Larva und Lichter, genau. Und da habe ich gesagt, dass ich das Gefühl habe, seit ich die Butter weglasse, dass ich den Geschmack des Gemüses viel stärker schmecke als und immer. Da warst du bei Horst genau richtig. Genau. Ja. Der ist ausgerechnet und meinte, es wäre ein Geschmacksverstärker, ein Geschmackstransporteur sozusagen. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, weil ich habe meine Wahrnehmung ist genau die gegenteilige, dass Butter zudeckt den Geschmack. Und das ist, jetzt alle Köche an den Hals springen, weil sie alle sagen, das stimmt nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Aber das Vegan-Thema ist tatsächlich bei uns ganz herzlich willkommen und wir freuen uns. Aber stimmt das Thema Hygiene? Stimmt es, dass du immer Avocados anfasst, bevor du sie kaufst und gegebenenfalls zurücklegst, weil es irgendein Trick? Ja, wobei, ich mag Avocados sehr gerne. Und aber wie sehen die denn dann aus? Sind die schön weich gedrückt? Nee, man drückt eben nicht an der Seite, weil dann kriegt die Hämatome wie eine Frau. So. Und du drückst nämlich da oben an den Schnippel. Und wenn der sich schön reindrücken lässt, dann ist sie essfertig und dann ist sie gut. Und dann kriegt die aber auch keine blauen Flecken. Das ist ganz gut. Das habe ich von Steffen Wenzler tatsächlich gelernt. Aber sie hat doch eine Delle dann da oben drin. Der Steffen? Nein, die Avocado. Na, wenn du da oben so reindrückst, wenn der Schniepel sich reindrücken lässt, ist alles in Ordnung. Nein, ist nur für die Zitate. Das ist eine gelbe Karte für Doris. Du kannst jetzt hier den Schniepel reindrücken. Das heißt, die Avocado ist gut weich, und aber innen eben noch wunderschön grün-gelb. Okay, der Schniepel ist drin. Nur der Schniepel ist drin. Was erotisch ist. Ja. Macht dich das gerade scharf? Also mich erinnert es ein bisschen an die Tatsache, dass meine Mutter früher in Altneustift mal zum Sparmarkt musste, weil der Leiter sie bestellt hat, weil ich nämlich immer alle Flutschfingereise aufgemacht habe, um zu gucken, ob ein rotes ist. Ja, das ist genau und wenn dasselbe. Ihr jetzt alle die Avocados genau anschniepelt da, dann finde ich das nicht so. Ernsthaft ist es besser, als wenn du hier an der Seite drückst, weil da freut sich dann wirklich der nächste Kunde nicht, weil dann kriegen die tatsächlich diese Hämatome an der Seite und das ist eklig. Ich fand einfach gerade ganz schön, so in die Runde zu gucken, weil so viele Männer hier sitzen, als du gesagt hast, wenn der Schniepel drin ist, ist alles gut. Aber wie sagst du denn? Die waren völlig irritiert und haben mir kurz darüber nachgedacht. Ja, Stiel. Thorsten, was geht in dir vor, wenn du an den Schniepel denkst? Ganz ehrlich, ich denke die ganze Zeit, während sie diese Frucht in die Hand, nimmst du sie noch mal in die Hand? Wie lange ist das her, dass ich eine Folge von Barbapapa gesehen habe? Und dann als nächstes denke ich, wenn Godzilla existieren würde, hätte er exakt die Hautfarbe von dieser Frucht. Genau so. Was nimmst du für Tabletten? Ansonsten, ich bin mental, ich habe seit vor ungefähr einer Stunde vergessen, dass wir hier beim Fernsehen sind. Ja. Lümmel, ich habe zu viel Käse gegessen. Gleich beginnt das große Aufstoßen. Ich muss inzwischen schon austreten. Ich muss mich erst mal wieder sammeln hier, um da gleich an irgendwas teilzunehmen. Ganz schlimm. Aber das Lustigste war doch, als Thorsten war ja kurz draußen, als er zurückkam, ging es gerade um die Darmflora. Er war sehr verwirrt, was in der Zwischenzeit passiert war. Er ging bei Darmflora raus und kam bei Darmflora rein. Aber gut, Sarah Wagenknecht war bei euch, ne? Ja, das ist richtig. Müssen Politiker jetzt auch kochen können für Glaubwürdigkeit? Ich finde das ganz spannend, weil ich meine, die beiden, Johannes und Janine, werden das bestätigen. Man ist da in einer sehr starken Stresssituation und ist tatsächlich oft authentischer und man bekommt einfach ganz tolle Antworten, wenn die Gäste mal antworten. Und ich
also das war von mir ein persönlicher Wunsch, dass wir auch mehr Politiker einladen, weil die sind so unnahbar und unantastbar und immer so kontrolliert. Und die in so einer Situation zu beobachten, finde ich wahnsinnig spannend. Und Sarah Wagenknecht, man mag ihre politische Einstellung teilen oder nicht, aber sie ist einfach die Erste, die sich getraut hat. Das haben uns ganz viele abgesagt, ne? Und viele auch persönlich, nee, ich trau mich nicht. Und, Er schlachtet ein Schwein direkt in der Sendung. Wer schlachtet ein Schwein? Jens Spahn, egal. Okay. Ach so. Ja. Nee, und das fand ich sehr mutig und ich finde, sie hat eine tolle Figur gemacht und das klasse gemacht. Und wir haben nicht über Politik gesprochen, sondern über alles andere. Bettina, du kochst doch auch immer im NDR Fernsehen, oder? Ihr mit macht Rainer Sass, natürlich, ja. Regelmäßig. Ja. Ja, der Rainer Sass ist ja auch gerne mal der bei uns. Der war auch bei euch, ja. Genau. Der schwärmt auch immer davon, der findet es ganz toll da. Ja, ihr könnt mich auch mal einladen. Ja, sehr gerne. Hallo. Falls Sie auch gerne mal zu Rotmoschner in die Sendung möchten, melden Sie sich von. So schön, dass du da bist. Rotmoschner. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, der Mann mit der Mütze ist hier, mit neuen Sendungen, mit neuen Texten, preisgekrönt. Nie war er so wertvoll wie heute, Thorsten Sträter. Ja, danke, das ist ein schönes. Thorsten, du bist ja Modeexperte, ist zwar eine Weile her, aber du warst ja Herrenschneider. Man sieht es auch an Details. Ja, ist ja wirklich gelangt. Überragend. Was meinst du, was ich abbekommen hätte, wenn ich so mit Er ist Modeexperte. Ich genieße die ganze Zeit, dass der Ferch auch wieder einen schönen Anzug anhat, wie in anderen Sendungen auch, als ich mal da war. Ja, deswegen wollte ich mal deine Bewertung haben. Ich freue mich an der Jacke von Frau Kunze, das ist schon toll. So ein Onesie, die Overalls ja neuerdings, es ist über jeden Verdacht erhaben. Und ihr tragt halt so Sachen, wo ich sagen würde, also das ist eine Revolver-Kollektion. Ja, vielen Dank. Ich kann mich daran erfreuen, bin aber trotzdem jemand, der übergewichtig genug ist, dass er nur Jeans und ein Hemd anziehen kann. Also du bist auch kein Freund von bunten Hemden. Ballonsagen. Man könnte auch ein bisschen... Es ist tatsächlich, was heißt bunte Hemden? Ich bin mit Hemden bin jetzt weder Bozo oder Clown, noch arbeite ich beim Cirque du Soleil. Ich trage gerne schwarz. Also ich mache mich auch nicht mehr gut in bunten Hemden. Also... Aber du hast auch immer so Details, habe ich doch eben gesehen, an deinen Ärmeln. Ne? Also, ach, ich habe das Hemd beim Online-Schneider machen lassen. Und da habe ich gesagt, Initialen nehme ich. Und da man das ganze Wort Penis nicht draufsticken konnte, habe ich meine Initialen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe dann festgestellt, die sind hier außen drauf in weiß. Das ist schon peinlich. In Wahrheit hast du das aus dem Fundus von der Tagesschau bekommen wahrscheinlich. Nee, ich habe übrigens im Fundus, wir waren ja auch zusammen bei Extra 3 schon. Ja. Und Selbstironie ist eure Stärke. Die waren auch schon überall, ne? Ja, war sie auch. Und ich muss bei Extra 3 muss ich das Hemd von Armin Rohde auftragen. Was? Ich hätte das Bild vorher schicken sollen. Da steht groß drin Armin Rohde, Requisit und darunter Thorsten Sträter. Und es ist mir eng. Das ist echt ein Problem. Ja, der hat, glaube ich, abgenommen. Der Armin Rohde hat tatsächlich abgenommen. Ich rede viel drüber. Sag mal deine Mütze. Ja. Die Mütze. Bist du nicht doch ein bisschen alt allmählich für diese Hipster? Ja, ich werde zu alt. Also ich habe es mir in der Mütze bequem eingerichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Zweitfrisur aus Wolle, weißt du? Und ich glaube auch, dass ich irgendwann zu alt dafür werde. Weil ich glaube, dass ich zu alt dafür werde, aber keine richtige Frisur mehr hinkriege. Ich müsste schon konkret wie Trump arbeiten. Aber das heißt, da ist aber noch was drunter. Ja, so sieht das aus. Guck, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich war länger nicht mehr. So. Also ich und, das hat wirklich bescheuert, weil. Ich hatte nämlich, ich wollte dir einen Vorschlag machen, ob du nicht mal einen Frühlingstrend setzen möchtest. Oh, wow. Weil ich habe hier eine etwas buntere Variante. Die hat extra unsere Dora, unsere Kostümbilderin für dich genäht. Also wirklich, ach so, dass das du die in ich dachte Sendung kurz, da wäre so ein Seepferdchen anzapfen. Ich dachte, das wäre eine Badehose. Nein, das ist eine bunte Frühlingsfarbe. Nur für dieses Gespräch. Nur für dieses Gespräch geklappt. Würdest du das machen? Natürlich, ja. Du musst du nicht in deiner Sendung aufsetzen. Ach, da also weißt du, ich bin da schmerzfrei. Ich dachte, gib ihm einen kleinen Frühlingstouch. Oh, geht das wohl noch enger? Wow. Ihr? Die steht dir doch sehr gut. Die steht dir doch super. Ja, ich höre euch jetzt nicht mehr. Hallo? Sie ist schon eher eng. Aber du hast recht, ich bin zu alt für die Mütze, ja.
Sieht eher aus wie eine Badekappe. Ich finde sehr, sehr gut. Er kann mich jetzt... Nö, das ist nicht wahr. Ich habe einfach nur eine provokative Frage in den Raum gestellt. Ja, aber nicht vielleicht zu alt, aber für diese Mütze ist auch nicht so. Aber die war es hier mal richtig was getraut. Genau. Ich dachte, du haust einfach mal raus. Wie eng ist sie denn? Du wirst langsam rot. Die ist eng wie Hupe. Tatsächlich schnürt sie mir den ganzen Präfrontallappen ab. Ich hoffe, dass die Fragen nicht so anspruchsvoll sind, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, dann können wir Ihnen eine Pause. Er hört ja nicht, was ich jetzt sage. Also, auch in anderen Sendungen als dieser kann man sich davon überzeugen, Thorsten Sträter hat wirklich gelegentlich was zu sagen. Naja. Kuckuck, hier ist Thorsten Sträter. Ein Geheimtipp ist er schon lange nicht mehr. Sein Markenzeichen, die Socke auf dem Kopf. Verzeihung, Mütze. Sein Humor, staubtrocken. Aber sicher. A31, geilste Autobahn der Welt. Keine Baustellen, zumindest konnte ich bei 230 km/h keine erkennen. Seine Heimat, der Ruhrpott, da kommt er her, da ist Sträter unterwegs. Noch heute, und zwar in... Waltrop. Wir haben tolle Orte, zum Beispiel das Schiffshebewerk. Hier heben wir Schiffe, weil wir es können. Dass er schreiben kann, merkt er durch Zufall, tritt bei Poetry Slams auf, gewinnt zahllose Preise. Oben ohne sieht er so aus bei Extra 3. In seiner eigenen Show Sträters Männerhaushalt gibt er nützliche Tipps fürs Leben. Mit ein bisschen Übung kann man mit dieser Technik natürlich auch noch andere Tiere falten. Hier zum Beispiel überfahrenes Murmeltier. Thorsten Sträter, Komiker. Danke. Ja. Gut, ich hab dir jetzt erlaubt, die wieder aufzusetzen, weil macht ja keinen Sinn, wenn du mich nicht verstehst. Also du darfst sie aber mit nach Hause. Ein bisschen Spack, ja. Bisschen eng. Muss man sagen, ja. Darfst du aber mit nach Hause nehmen. Ich wollte natürlich jetzt gerne mal wissen, ob du wirklich so einen Schwan aus dem Handtuch falten kannst. Ja, klar kann ich den falten. Ja, wir bereiten uns ja vorher drauf vor und ich kann's. Es dauert allerdings, wenn man jetzt die Ecken stramm einrollen muss. Ja, man muss hin. Ich kann dir erklären, wie es geht. Ich versuch's mal. Also Handtuch hinlegen. Und diese Ecken, die werden jetzt hier... stramm nach innen, das dauert ewig. Spack nach innen. Ja. Weil ich mache kleine Einspielfilmchen, da erkläre ich, wie man Stoppersocken macht, Kaffee kocht oder Wäsche zeichnet. Es ist ja ganz informativ, das zu wissen. Das hat er bei MannTV gelernt. Nein, das ist bei Lisa. Das gehört schon. Also ich könnte es dir zeigen, aber ich brauche sehr viel Platz. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Man rollt es nach innen, dann hat man zwei Röhren wie zwei so Waffeln. Ja. Die schlägt man übereinander, dann hat man den Korpus, dreht es um, knotet zusammen, formt den Kopf. Zieht ein bisschen und dann ist das Ding fertig. Und dann musst du jedes Mal nach dem Duschen erst das scheiß Vieh auseinanderfallen. Vom Platz her nicht so gut. Ja, das ist ja die Frage. Schwäne, das Mixtape des neuen Jahrtausends. Nein, ich glaube, dass das Handtuch Schwäne der Hitler der Dekorationsartikel ist, weil das ist auch genauso. Nee, es ist einfach so, du kommst halt in Tübingen in ein Mittelklasse-Hotel und sie haben dir einen Handtuchschwan gefaltet. Ich hatte das noch nie. Doch, ich kenne das aus dem Hotel. So zwei, drei Mal hat man es schon gehabt. Und du hast ja auch in Hotels, dass irgendjemand muss dir ja so einen rechten Winkel ins Toilettenpapier falten. Auch hier war noch keiner, weißt du, das ist ja wie so ein Code. Und das sind Arbeiten, die auch gemacht werden müssen, finde ich. Und ich kümmere mich drum. Also ich in so Sendungen, mal, ja. Ich hatte mal einen... Gehört, ist jetzt eigentlich auch irrelevant, aber ich hatte mal einen Mops aus dem Handtuch gefaltet, der hatte meine Sonnenbrille auf. Der saß auf meinem Hotelbett. Sowas gibt es auch. Das ist unglaublich. Was sind denn das noch so für die? Dieses Männerhaushalt, so ein bisschen Pendant zu Frau TV? Was ist denn das? Im Gegenteil. Frau TV hat natürlich, ich will sagen, kein ernstes Anliegen, aber das ist seriöser Journalismus. Das ist, bei mir ist das genau das Gegenteil. Man hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, eine Sendung zu machen. Und ich habe dann ein Wochenende nachgedacht und habe gesagt, ja, aber lass es uns nicht in Köln in irgendeinem Studio machen, weil nach Köln kommt ja kein Mensch hin ohne Übernachtung. Lass uns das in Oberhausen machen. Da gibt es die Turbinenhalle, da ist eine alte Disco drin. Wir nennen es Sträters Männerhaushalt. Ich habe vollkommen hirnrissige Rubriken. Die denke ich mir alle selber aus. Zwischendurch machen wir Einspielfilmchen. Man kommt im deutschen Fernsehen ohne Einspielfilmchen nicht aus. Jede Sendung muss ein, zwei kleine Filmchen haben, sonst funktioniert das nicht. Dann kommen zwei Gäste, ich kann nicht interviewen, das wird sehr lustig und dann ist sie vorbei. Das ist mit mir zusammen sehen das etwa 8 Leute, WDR, Bombling. Aber ihr macht so interessante Sachen.
habe ja mal so rein, hab mir das mal angeguckt, interessante Experimente, wie zum Beispiel mit Atze Schröder, habt ihr einen Döner in diese Mixmaschine reingeworfen. Ich hatte mir kurz mit Ananas gemixt und hab das getrunken, einen Döner getrunken mit Ananas. Das ist naja, ekelhaft. Ja, das ist, mir ging es darum. Döner Hawaii? Oder? Nee, das war ein Döner Hawaii. Ja, das war ein Döner Hawaii. Oh. Ich hatte mir vor einigen Wochen diesen Hochleistungsmixer geholt, um mir wirklich grüne Smoothies zu machen. Ich habe mir das auch erklären lassen. Viel zu viel Zucker, Riesendiskussion. Bitte? Wir haben viel zu viel Zucker, Riesendiskussion. Nein, du sollst, der tu doch Gemüse rein und quirl das. Da kommt doch kein Zucker dabei. Ja, schmeckt aber scheiße, wenn du keinen Zucker reintust. Natürlich schmeckt das scheiße. Also warum dieses Döner-Experiment? Was war der Sinn? Ach so, der Sinn war, dass ich gesagt habe, wir sollten irgendeine kleine Aktion machen, die jetzt nicht darauf hinausläuft, dass wir Bock springen oder so. Und ich wollte einfach, dass etwas so Leckeres wie ein Döner Hawaii, wenn man ihn von seiner, wie auch mich selbst ja über kurz oder lang, von seinem natürlichen Aggregatzustand löst. Ich stecke ihn in den Mund, kaue ihn und habe nichts anderes als einen Smoothie, bevor ich ihn runterschlucke. Was passiert, wenn ich diesen Schritt abkürze? Und sagen wir mal, es war ekelhaft. Also Atze Schröder ist wirklich Respekt. Was für ein Profi. Wir haben einen Schluck genommen und wussten im Prinzip, können wir die Sendung so einstampfen. Es war ekelhaft, es war nicht so schlimm wie der Smoothie, den ich mit Markus Krebs machte. Das war das allerletzte. Aber wir wollten es mal probieren, sonst muss ich kann viel. Da kannst du auch Bauchschub mit klein machen, da geht ja alles. Ja, mit diesem, und mit es, war, Maschine, es war ein Experiment, ne? Von Zeit zu Zeit hol ich diesen Smoothie-Mixer hervor, denn dafür war es zu teuer, dass es komplett im Schrank lässt. Was gibst du denn so für Haushaltstipps? Also du hast jetzt das Handtuch haben wir eben gelernt, was denn sonst noch? Was kann man von dir denn lernen? Ach, ich habe alles außer Döner. Ich glaube beim nächsten, ich weiß nicht, ob ihr den Einspieler habt, erkläre ich als Indiana Jones Wäschezeichen. Das ist ein wir sehr sind schöner. Eine Sendung, nee, die noch oldschool sagt, wir kommen ohne Einspieler aus. Nee, ist das wir hatten das Film in unserer Sendung. Ach ja, stimmt, gesehen. Mein Beitrag da war gerade tatsächlich ein Dia-Vortrag. Du hast nicht gerade eben gesagt, da war sehr hektische Dias hintereinander mit Ton. So, ja. Was, du wolltest gerade was sagen. Die Frage noch Indiana mal. Jones, ja, sicher. Wäschezeichen. Ja, wir überlegen uns dann, was können wir Jungs und Männern mitgeben. Bügeln zum Beispiel war ein echtes Anliegen. Damit fing es an, wie bügelt man ein Oberhemd? Das ist doch keine Raketenphysik. Jeder von euch weiß, wie ein MP3-Player funktioniert, auf welcher Ebene. Jeder von euch hat die allgemeine Geschäftsbedingungen von Apple gelesen, aber keiner weiß, wie man Bügeleisen warm macht, auf welcher Stufe man Baumwolle bügelt und macht das einfach. Dabei ist Bügeln eine der handwerklichsten, maskulinsten Tätigkeiten überhaupt. Mit Hitze und Druck machst du was platt. Ich meine, mehr kannst du nicht. Das ist Bügeln. Das ist eine klassisch männliche Tätigkeit. Das ist. Wir können das die meisten, oder? Wer kann denn auch von den Männern hier? Ich fühle mich nicht angesprochen in dieser Reduzierung auf die Sie können es alle, aber es nervt halt, dass es fitzelt. Man muss die Teile ziehen und dann wird es eine Fitzelarbeit. Du sollst doch keine Falten irgendwo reinkloppen. Am Ärmel hast du vorne angefangen, hinten ist schon wieder knitterig. Ja, ja. Da ist doch eine Reihenfolge, die solltest du auch kennen. Ja. Was ich interessant finde, du fragst jeden Gast immer am Anfang, was ist Heimat für dich? Ja. Warum ist dir das so wichtig, das zu erfahren von deinen Gästen? Ganz ehrlich, weil wir bei einer Besprechung dann mit der Redaktion irgendwie gesagt haben, ich muss irgendeine Einstiegsfrage haben, die toll. Nicht total dämlich ist, weil wir wissen ja, wie schlimm es im Verlauf des Gesprächs wird. Ja, ich habe da gar keine Struktur. Du hättest kann auch, das nicht. Du hättest aber auch und sonst so nehmen können. Ja, aber und sonst so. Ja. Die Oberflächenfragen kommen ja dann doch. Aber was ist denn Heimat halt? Also, was ist es denn? Für dich? Was ist Heimat denn für dich? Ja, nach Hause kommen, PlayStation, 2 Updates, Far Cry 5. Das ist so, je nachdem, wie ich... Heimat ist... Ja, das Ruhrgebiet schon. Also ich selber denke mir, was ist das für eine großartige Region. Man sagt nicht Ruhrpott, auf den Pott geht man, da wohnt man nicht. Man sagt Ruhrgebiet. Ich finde das Ruhrgebiet toll, weil das halt, klar, gucken Leute aufs Ruhrgebiet und sagen, wie kann man denn so wohnen? Aber ich gucke jetzt auch nach Polen und sage, das ist ja furchtbar. Und das relativiert sich alles. Na ja, nicht, ich muss nicht vorsichtig Polen, sein, was nicht ich jetzt... Nicht ganz Polen, furchtbar. Ja, oder das Mordor, man... meine Güte. Und das, Alter... es ist halt, ich empfinde das Ruhrgebiet als vollkommen natürlichen Lebensraum, in dem ich aufgewachsen bin, der mir sehr gut gefällt. Ich sage, Kehr Bottrop, was für eine majestätische Stadt, verstehst du? Außerhalb sind die Leute da raus. Aber das ist mein Zuhause. Damals, da lebe ich. Ich bilde mir ein, dass in Dortmund glockenklares Hochdeutsch gesprochen wird. Das ist halt diese Form der Verblendung, die du hast. Ja, ja, klar. Und das ist halt, ich könnte nirgendwo anders leben. Ich war wieder in Berlin. Ich meine, was gibt es für Gründe, nach Berlin zu ziehen? Weil im Ruhrgebiet die Kaltmiete zu niedrig ist oder was? Das ist ja, gibt überhaupt. So, ich sehe Berlin und du fährst überall eine halbe Stunde mit dem Taxi hin. Wo ist da.
Wohnt ja auch niemand, oder wer wohnt in, ach so, Ruth wohnt in Berlin. Ja, dann halt mal ein Plädoyer für Berlin. Ich liebe Berlin, das ist einfach toll. Ich würde eher nach Berlin ziehen als nach Köln, aber... Was, danke. Das hast du nicht umsonst gesagt, mein Freund. Das hast du nicht Natürlich habe ich das nicht umsonst gesagt. Das hat mich 400 Euro am Benzin gekostet, nach Köln zu kommen. Umsonst war das nicht. Ich war in Köln. Köln ist einfach... Jedes Mal, wenn du in Köln bist... Hast jedes Mal, wenn ich in Köln bin, fahre ich. Ja, wir haben, ich habe wir Spaß. Wir haben immer Spaß. Wenn ich, ich muss ja, man kann ja da auch nicht parken. Man muss ja, wenn man ein Hotel hat, sein Auto komplett zerlegen, mit aufs Zimmer nehmen. Weil du musst dann irgendwo anders weil alle nach Köln wollen. Ich habe riesen Spaß, aber die Fahrt dahin macht einfach keinen Bock, weil wir alle gleichzeitig nach Köln wollen, und zwar immer. Du kannst weil in Leverkusen alle nach Köln wollen. Ja. Das ist unfassbar. Die schönste Stadt der Welt. Ja, gut, ja das, das, eben, das ist das mit der Wahrnehmung. Ich finde Hamburg. Wir sind ja in Hannover, aber danke. Ich weiß aber, bei den tollsten Leute der Welt, also ich finde auch, die Kölner sind so ein liebenswertes Völkchen. Ist ja. Ich habe nicht gesagt, die Kölner trinken aus der Toilette. Das sind nette Leute. Ich sage nur, der Weg dahin ist beschwerlich. Der Weg ist beschwerlich. Der Weg ist beschwerlich. Darf ich noch mal eine Frage, Heino noch mal fragen? Ist für dich nach wie vor Bremerhaven Heimat, nein, oder ist mittlerweile München Heimat? Nein, warum? Nein, ja, nein. Ja, am Ammersee, ne? Ja, in Ammersee. Ja, da ist jetzt Heimat, ja. Ja. Ja, das ist der Unterschied. Man sagt ja auch, und kann sagen, das ist mein Zuhause. Heimat ist für mich immer noch da, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und Bremerhaven Ammersee ist ein Unterschied. Da bin ich voll bei dir. Ja, aber ich würde sagen, zum Beispiel, ich komme aus Wuppertal, da lebe ich ewig nicht mehr. Ich würde trotzdem sagen, das ist meine Heimat eigentlich. Zuhause ist Hamburg. Also, das glaube ich, ist eine Frage der Definition. Anna Müller hat mal geschrieben, Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen. Ja, ich auch nicht schlecht. Ah, okay, nee, dann ist doch Hamburg meine Heimat. Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen. Aber du auch bist schön. Schon so ein Botschafter des Ruhrgebiets, kann man Nein, schon sagen. Nein, ich bin Botschafter für gar nichts. Für nichts. Es freut mich, wenn das auf mich projiziert wird. Aber weißt du, ich bin Botschafter für nichts. Wie kann ich, weißt du, ich laufe durch Baden-Baden, muss aus Versehen furzen, was wäre das für ein Botschafter? Das ist kein schönes Beispiel, aber ich bin kein Botschafter. Ich bringe ein bisschen Ruhrgebiet mit, wenn ich irgendwo hinkomme. Aber ich botschafte... Was habt ihr gedacht, was ich mache? Philosophie oder was? Ich bin kein richtiger Botschafter. Es wird mir angeheftet, aber wo ich hinkomme, will ich Freude verbreiten. Ich bin mir immer noch sicher, irgendwann platzt die ganze Nummer, die ich hier mache. Dann erkennt ihr, was ich für ein unglaublicher Idiot bin, weißt du? Aber ich finde, du solltest irgendwas mit Darm machen. Ja, das hat ja Darm. Mit was soll ich machen? Mit Darm? Darm. Ich habe heute schon zweimal was mit meinem Darm gemacht. Das kann aber nicht das Thema sein. Stopp! Stopp! Ich werde darauf angesprochen. Hört auf! Er hat es vorgeschlagen. Bettina, stopp das! Es kam von Janine. Moment, ich habe nur gesagt, er sollte was mit Darm machen. Wenn ich was dazu sagen darf, ich habe beim hochgeschätzten Kollegen Dieter Nuhr in der Sendung, habe ich einen Text darüber, wie eminent wichtig es ist, zur Darmspiegelung zu gehen. Es ist ein lustiger, launiger Text, der viel weniger schlimm ist, als es jetzt klingt. Denn zur Darmspiegelung zu gehen, ist von elementarer Wichtigkeit. Der Darm meldet sich ja lange nicht und dann aus. Und deswegen zur Darmspiegelung gehen. Es ist schon halt wieder eine Botschaft. Viele Aspekte sind da. Aber da haben wir da was gefunden. Das ja. Darmbotschaft. Ja, also fassen wir das zusammen. Die Darmspiegelung als solche ist... Sag das lieber in Baden-Baden. Ich würde gerne noch mal so eine Kurve. Du kannst in Baden-Baden gar nicht vor Lebendigen auftreten. Das ist das Problem. Ich habe... Es ist... Schwierig. Die Leute sind tot oder aus Styropor. Da musst du einfach schauen. Aber ich komme auf. Das ist, ihr sprecht. Ihr schneidet das sauber bei, oder? Natürlich, wird alles rausgeschnitten. Auch wie du aussahst mit der Mütze. Ja, das ist. Bitte schneid das raus. Das ist eine abrupte Szene, wo ich sitze und sage: Ja, Wäsche zeichnen. Und dann ist die Sendung vorbei. Sag mal, du bist ja. Ich hab sie auch. Ich denke, er hat seinen Scheiß hier unten aus. Norman kann sich gar nicht wieder einkriegen. Also, du bist ja, hast ja relativ lange gebraucht, bis man dich so kannte. Also du hast ja sehr, sehr lange schon... ist ja so. Er hat ewig und das, lange wo du doch auch nicht modisch bist. Gemacht und sowas. Wie ist das denn für dich, dass dieser Erfolg jetzt auf dich über dich hereinbricht? Der Erfolg bricht ja... Bist du doch. Der Erfolg bricht ja nicht die über mich herein. Die Preise und die Sendungen und alles. Kann ich dir das jetzt mal beantworten? Doch, aber jetzt zeig doch mal ein bisschen Willen. Sie meint es doch nicht. Wenn ihr nicht immer dazwischen redet, dann kann der Mann auch mal sprechen. Wir lachen Es ist so, es ist nicht richtig über mich hereingebrochen. Es ist eine zweiteilige Antwort. Es ist so,
dass ich, warte doch mal, es hat Substanz. Lacht auch ohne schon Scheiß. Ich bin natürlich auch mit Poetry Slam in der Fußgängerzone von Wesel aufgetreten und habe Frauen in einem Endtüten Gedicht hinterher gebrüllt. Damit fing das an. Oder habe in kleinen Stadtteilbüchereien Geschichten von mir vorgelesen, als ich Material ansammelte. Und ich bin schon, die Leute sagen immer, ich wäre so abrupt bekannt geworden. Aber ich bin 10 Jahre, habe ich im absoluten Untergrund gearbeitet. Ich habe lange gebraucht, um so ein bisschen ins Licht zu kommen. Davor war 10 Jahre absolute Dunkelheit. Also nicht Dunkelheit, Poetry Slam, für ein Bier auftreten, viel Spaß haben in Hamburg. Ihr macht die geilsten Poetry Slams der Welt. Ja, die Jungs sind auch. Du weißt ja, Kaderschmiede und der Kampf der Künste. Die haben so den Bogen raus. Und dann kam es so, dass ich meine Agentin kennenlernte oder meine Agentin mich. Die gesagt hat, ich glaube, du bräuchtest eine Agentin, so geht das nicht weiter. Und ich sagte, ich brauche keine Agentin. Und ich brauche schon eine Agentin, damit man einen Zettel schreibt, erst die Hose, dann die Schuhe morgens. Und die hat angefangen, das... Ja, es ist eigentlich mäßig lustig, aber jetzt in der Stimmung kocht es schon hoch. Das ist sehr lustig. Danke sehr. Ich habe die Bilder im Kopf. Und dann ging das los, dass ich in die Sendung von Dieter Nuhr eingeladen wurde, der ein großer Unterstützer ist. Und dann kommt man von... aufgetreten im Sauerland, was toll ist, aber dann plötzlich zu einer übermäßigen Fernsehpräsenz. Was ich in diesen 4, 5 Jahren nicht geschafft habe, ist, diesen diebischen Spaß abzustellen. Also ich schaffe es nicht, mich im Fernsehen auch jetzt adäquat zu benehmen. Das haben alle mitgekriegt, das tut mir auch leid. Ach Quatsch, wir freuen aber uns darüber. Für mich ist das, ich wäre gerne der abgeklärte Typ mit der Mütze, mit der eigenen Sendung und so weiter. Aber ich freue mich diebisch, einen Heino Ferch endlich mal zu treffen in der Sendung, weißt du? Und ich schaffe es auch nicht, irgendeine Antwort zu geben, für die sich irgendeiner was kaufen kann. Das tut mir auch leid. Wieso kaufen? Weil, ja so, dass man sagt, oh, das war wirklich, Herr Sträter, sehr substanziell. Aber ich bin mehr so der Typ, wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Und da kann, da. Das ist... Also deswegen habe ich alle auch eingeladen. Ja, das ist halt... Ich bringe nichts großartig mit oder so. Oh Gott, aber ich versuche dann wenigstens gute Laune zu verbreiten und auch selber Spaß zu haben. Ja, ich finde, das gelingt ziemlich gut. Also, überragendes Schlusswort. Mir tut es total leid. Ich finde wirklich, dass es schon vorbei ist, das Gespräch. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Und wir laden dich gerne immer wieder ein, ganz egal, was du sagst. Ich könnte bis zum nächsten Mal einfach hierbleiben. Genau. Vielen Dank an die ganze Runde, an die Revolverhelden, an Ruth, an euch beide. Hi, Lisa. Wir sind im Mai wieder. Jetzt kommt Ina Slach mit Wolfgang Job und den Kaulitz-Brüdern. Ja. Und wir sind am 11. Mai, ne? 11. Mai sind wir wieder da. Wir freuen uns schon drauf. Tschüss, 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 tschüss.